So, können Ich bin bereit. wir? Okay, also. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zum großen Jahresrückblick bei Frisch serviert. Ja, falls ihr euch fragt, wer hier gerade irgendwie was zu erzählen hat, das ist meine Wenigkeit. Ich bin's, Marbster, und natürlich mit dabei, wie immer, Christian Angel 3000. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir haben uns gedacht gehabt, alle Jahre wieder, und von daher passt es natürlich umso besser, dass man sich zusammensetzt und quasi mal das Jahr ein bisschen Revue passieren lässt und sich halt dann mal so ein bisschen einen Überblick verschafft, was haben wir eigentlich dieses Jahr überhaupt gemacht? Waren wir überhaupt produktiv? Oder haben wir uns eigentlich nur sinnlos vor die Konsole oder beziehungsweise vor den Computer gesetzt und gar nichts gemacht? Von daher, wir haben uns eine kleine Liste angelegt, und ich würde sagen, ja, diese sogenannten Jahresrückblicke beinhalten ja auch immer Tops und Flops, und der eine hat halt mehr Tops, der andere mehr Flops. Was würdest du sagen? Wer darf anfangen? Ja, ich würde jetzt auch jemand dazu sagen, ich meine, wir reden jetzt nicht allgemein jetzt nur um Videospiele, sondern auch allgemein rund um unser Wesen herum, was passiert ist, wie wir das aufgenommen haben im Jahr 2022. Ich meine, das letzte Jahr 2021 war ja schon ein Brett, sag ich mal so, was gewisse Sachen passieren sind, die uns stark eingeschränkt Ja. haben natürlich. Und ich meine, 2021 auf 2022 ist es ja immer noch nicht vorbei, gewisse Sachen, und da kamen auch einige Sachen dazu. Aber bevor wir überhaupt hier allgemein durchstarten, würden wir uns halt natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben macht, wenn euch das Format gefällt, denn frisch serviert ist immer frisch. Und zu Weihnachtszeit haben wir uns auf jeden Fall zusammengesetzt, hier für euch das zu machen. Und wenn es euch gefällt, natürlich liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein. Mord natürlich, absolut, da Richtig. bin ich voll bei dir. Jo. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal mit einem Thema an, was mich am Anfang schon übelst genervt hat, am Anfang des Jahres, Okay. was so bis zur Mitte des Jahres, was immer noch aktiv in unserer Welt noch ja, wirklich aktiv halt noch da ist, hat einfach nicht mehr so extrem, aber es wird immer noch viel drüber geredet an manchen Stellen. Und wir hatten ja das letzte Jahr mit Corona, vorletztes Jahr haben wir Corona auch schon gehabt, sozusagen, hat ja auch schon mehrere Jahre hinter sich und es ist ja immer noch aktiv da. Aber nach Corona dachte man, okay, jetzt ist endlich mal wieder Sense, es ist endlich mal wieder Feierabend. Nee, da muss halt gewisse Länder wieder ein bisschen Stress machen und ich sehe halt irgendwie den Sinn dahinter nicht. Aber mir geht es ja nicht allgemein um den Konflikt zwischen den zwei Ländern, Ja. sondern ich habe mir mal einfach mal wirklich Gedanken gemacht. Es gibt ja den guten Satz bei Metal Gear Solid: Krieg ist immer gleich. Das Oh, das ist ist gut. Das ist sehr gut. Halt immer, wo man sagen muss, okay, warum eigentlich? Ich meine, es gibt ja den Kalten Krieg, da wurde es nur diplomatisch gemacht. Oder es gibt Richtig. auch den im Warmen Krieg oder sage ich mal so jetzt, wo dann auch Den wirklich Aktiven. den Aktiven, genau. Und da denke ich mir jedes Mal, ich meine, ich spiele Modern Warfare, ich spiele viele verschiedene Ballerspiele, sage ich mal, wie Cyberpunk und so weiter und so fort. Und klar, man soll sich diese Frage persönlich nicht stellen, sage ich mal so, wenn man Videospiele spielt. Aber mir kam trotzdem der Gedanke, okay, wir haben die Bundeswehr und alles drum dran. Und man weiß, man hat ein einziges Leben. Persönlich. Jeder Mensch hat ein einziges Leben. Wieso gibt man dann so viel drauf, eine von einer höheren Position gesagt zu bekommen, du gehst jetzt dahin und opferst sich im Endeffekt dein eigenes Leben für eine Sache, die eigentlich total belanglos ist, wo man eigentlich anderes friedlicher lösen könnte. Und da frage ich mich dann halt für die Soldaten, also man, das ist jetzt ein hartes Thema, ich weiß, aber da fragt man sich, okay, klar, Krieg, wenn es gegen Außerirdische sind, die die Welt angreifen, okay, das ist dann das ist ein anderes Thema sozusagen, aber Dann wäre es aber auch innerlich der Independence Day, ne? kann man so sagen, ja, ob es das der 11. Juli wäre, Nee, Vierter. das war das 4. Juli, genau. Aber da frage ich mich halt immer, okay, Kriege, warum eigentlich? Klar, Ressourcen und so weiter und so fort, aber man kann das auch anders lösen. Aber man muss sich ja als eigener Soldat mal so sich hinsetzen und denken, okay, muss das sein? Wieso muss ich mein Leben, oder ist mein Leben nicht so viel wert, dass ich da hingehe und mein Leben riskiere? Es ist halt ein schwieriges Thema, sage ich mal so. Und
Ich denke manchmal irgendwie, warum? Ich meine, es gibt manche Leute, die sagen, ich würde für mein Vaterland sterben. Das trifft jetzt hier bei mir jetzt von meiner Sicht jetzt aus. Ich will jetzt nicht irgendwie jetzt was Falsches sagen, zu Deutschland überhaupt nicht. Also ich würde da eher auswandern oder abhauen, weil es gibt gewisse Sachen, die den Rahmen sprengen würden, definitiv, wenn wir das auch Ja. noch ausweiten würden. Aber es gibt halt nichts, wo ich sagen würde, hey, ich habe ein Leben und ich möchte mein Leben bis zum Ende genießen, weil ich bin eher so der Typ, der Tagmensch halt, ne? Jeder Tag ist ein wertvoller Tag. Und wenn du den zu Ende bringst, hast du einen schönen Tag gehabt, wo du sagen kannst, okay, ich habe diesen Tag gelebt. Hoffentlich, dass ich den nächsten Tag genauso auch erlebe. Und das ist halt dann auch klar, ein zwiespaltiges Blatt oder sagen wir eine offene Klinge, weil jeden Tag was anderes passieren kann im Endeffekt. Ne? Aber da würde ich doch nicht persönlich mein Leben dran legen und sagen, hey, okay, jetzt gehe ich da hin. Oh, ja, ich tue mein Risiko erhöhen und es gibt halt so viele verschiedene Sachen. Klar, es gibt auch Sportarten, wo man sagen würde, okay, Bungee Jumping, alles ist halt ein Risiko. Egal, wo du hingehst, es ist halt immer ein Risiko, aber Ja, man müsste es ja ja. nicht raufbeschwören. Oh, du gehst gleich mit einem ganz schön harten Thema rein, muss ich Ja. sagen. Also tatsächlich, ja, also ich gehe noch mal ganz, ganz kurz drauf ein. Also natürlich die letzten 2 Jahre, alles was mit der Pandemie zu tun hatte, war durchaus schwierig. Sei es, wenn jetzt da Existenzen dran hingen und so weiter und so fort, war es natürlich ein Problem für viele. Dass jetzt natürlich dann noch dieser Konflikt halt mit Ukraine und Russland mit dazu gekommen ist, macht es nicht leichter. Vor allem, wenn man sich dann auch überlegt, welche andere Länder sich jetzt unbedingt da irgendwie dran beteiligen müssen. Persönlich bin ich auch kein Freund davon, jetzt zu sagen, wir sollten das Ganze supporten. Man könnte den Krieg durchaus viel schneller beenden, wenn man genau das, was man jetzt gerade tut, eben nicht machen würde. Das war jetzt gerade ein schlechter Satzbau mit dem Tun, aber egal. Ich denke mal, es sollte klar sein, was ich damit sagen wollte. Ich bin kein Freund davon, wenn man sich irgendwie noch großartig einmischt, nur im Endeffekt eigentlich finanzielle Situationen für sich dann halt positiv darstellen zu lassen. Das ist halt schlecht, ne? Also, dass sich da Deutschland einmischt, Frankreich und andere Länder, die halt im Grunde genommen diese Konfliktsituation auch noch befeuern, im wahrsten Sinne des Wortes im Endeffekt, es ist einfach ein Armutszeugnis. Es ist ein Armutszeugnis für unsere gesamte Rasse im Endeffekt. Denn sollten wirklich, was du auch ganz kurz angeschnitten hattest, wirklich Außerirdische da oben existieren und die runterschauen, die lachen sich schon Arsch ab. Die lachen sich wirklich einen Arsch ab, wie dumm wir als menschliche Rasse sind. Im Endeffekt, du hast es ja auch schon mit gesagt, es geht im Endeffekt im Krieg immer um das Gleiche. Es geht um Macht, es geht um Ressourcen, es geht um Geld. Und was ist immer das, was am meisten darunter leidet? Das menschliche Leben. Also, ich möchte niemals im Grunde genommen das erleben, was andere vor uns erlebt haben, also einen Krieg im eigenen Land, ne, dass man selber zum Kriegsflüchtling im Endeffekt wird. Das wäre nicht schön, darüber brauchen wir gar nicht reden. Wenn ich jetzt dann noch dazu mir jetzt gerade vorstelle, was du auch gesagt hast, kann man nicht als Soldat selber entscheiden, ob ja oder nein. Es gibt diese Leute an Soldaten, würde ich sagen, die sind sehr patriotisch angehaucht, die würden wirklich, was du gesagt hast, fürs Vaterland sterben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wer so weit geht, wer das verinnerlicht hat, der hat ehrlich gesagt aus meiner Sicht persönlich den Bezug zu seinem Leben eher verloren, denn das hast du auch schon richtig gesagt, wir haben nur das eine Leben. Wir haben nicht nochmal eine zweite, dritte, vierte Chance. Und die Zeit, die wir haben, sollten wir im Grunde genommen, und ich würde sagen, da schließt sich auch der Kreis im Endeffekt bei dem ganzen Thema, eigentlich mit den Leuten nutzen, die uns am liebsten sind. Und egal ob Soldat oder nicht, oder Polizei oder keine Ahnung, wer da noch alles mit drinsteckt, Reporter, Krankenschwestern oder Ärzte und so weiter und so fort, man sollte sich überlegen, was man tut. Schon wieder das Wort. Oh mein Gott, was man macht, so rum. So, man sollte sich überlegen, was man da macht, ne? Und ich weiß nicht. Also ich würde sagen, würden sich jetzt alle Länder, die sich da, wie gesagt, gerade einmischen, halt im Endeffekt zurückziehen und diese Länder halt nicht weiter unterstützen oder beziehungsweise das Land Ukraine, dann wäre der Krieg schneller vorbei, als wir gucken könnten und fertig. Aber ja, man versucht jetzt halt Russland zu schwächen, man versucht Russland zu besiegen.
Und ich habe die dumme Vermutung, wenn das wirklich noch schlimmer wird, ja, dann haben wir gerade genau das, was wir nicht haben wollen. Und ich glaube, wenn unsere Regierung das immer noch nicht verstanden hat, dann ist das echt ein Armutszeugnis. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Das Schlimme ist ja einfach, um das Thema auch so ein bisschen abzuschließen, sage ich mal so. Das Problem ist, man kennt es aus vielen Filmen, man sieht es in vielen Filmen. 1900 noch was wurde ja in Amerika sogar, wurden Kinder haben im Parlament haben irgendwas erzählt und da dann haben alle abgefeiert etc. Ich weiß nicht mal, was das für Worte waren, aber es waren bedeutende Worte. Aber es hat sich im Endeffekt nie was geändert in der Hinsicht bis heute jetzt sozusagen. Und das Problem ist halt einfach der ganzen Sache, wer sind die Leidtragenden des ganzen Ereignisses? Das kleine Überwiegend Volk. das kleine Volk, genau die Bürger, die dann mit hohen Steuern oder erhöhten wirtschaftlichen Preisen von Nahrungsmitteln angeht und die nicht mehr verdienen, aber die Preise steigen, egal was halt, wo das mit der Ukraine angefangen hat, zum Beispiel Öl und andere Sachen, wo du denkst einfach, Entschuldigung. Warum tut sich nicht der Staat für die Bürger einsetzen, statt der Staat für alle anderen Länder? Also Da ich meine gibt es ein andere. Wort, das nennt sich Korruption. Genau. Also, dass man halt wirklich das nur fürs Geld macht, das ist einfach so. Ja. Es ist halt auf einer Seite traurig halt. Ich meine, in Filmen sieht man halt auch sehr viel oft hier ganz kurz noch, dass sich halt alle Länder zusammensetzen, einen Staat machen zum Beispiel. Ich meine, ob das jetzt überhaupt möglich ist in der heutigen Lage und oder überhaupt in unserer Zeit. Aber ich meine, muss erst wirklich das katastrophale Ende entstehen, dass alle Länder sagen, okay, wir müssen jetzt alle am einen Strang ziehen. Ja. Es muss halt immer was passieren, wie das Klima etc. Ach ja, Klimawandel, was machen wir? Wir müssen die Atomreaktoren runterfahren. Wir machen Windräder, aber erst immer, wenn es zu spät ist. Ja, aber Windräder sind auch nicht die Lösung. Ja, aber es Es ist müsste ein wenigstens eine. anderes Konstrukt geschaffen werden, was, also jetzt würden wir jetzt eigentlich nicht noch das große Thema aufmachen Nee, mit ich Klima meine. und so weiter und so fort, aber um es kurz zu machen, die Politiker wissen einfach, das muss man so sagen, wie es ist, fast nahezu keinem Land, was sie da tun. Und wenn sie es wüssten, dann würde das dem Volk auch klar werden, weil man dann auch merkt, uns geht's gut. Momentan ist die Zeit, uns geht's gut, extremst kritisch. Das kann von heute auf morgen so knallen, dass es nur noch schlimmer wird. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, dass halt das, was man nicht erleben will, was es damals ja schon mal gab, wenn wir wirklich noch Krieg im eigenen Land haben, dann weiß ich nicht, wie das hier noch großartig gut gehen soll. Aber ich will mal jetzt hoffen, dass das, ne? Ja, wir sollen ja nicht das Schlimme oder das schwarze Peter an die Wand malen Ja. oder so. Hoffen wir das Beste, dass sie dann am Ende doch den Hebel umdrehen und dann vielleicht doch mehr. Wo sind eigentlich die Avengers, wenn wir die mal Ja, brauchen? genau. Gottverdammt. So. Apropos Avengers, was sieht's bei dir aus? Was? Wieso? Also, ich weiß nicht, gerade auf der Galaxie, keine Ahnung. Nee, 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 okay, gut. Dann schlechte Überleitung. Nächste Überleitung. du wolltest wohl jetzt etwa so ein bisschen in die Gaming-Richtung gehen? Kann das sein? Also, nö, überhaupt nicht. Also, weiß ja nicht, wie sieht es bei dir aus? Oder sag mal so, was hast du denn für Schönes mitgebracht für diesen schönen Abend? Also, zwecks des Jahresrückblicks habe ich mir halt so ein bisschen Gedanken gemacht und habe mir halt gedacht, gehabt, was habe ich überhaupt das ganze Jahr über gespielt? Was waren da so die Highlights mit dabei? Oder beziehungsweise, was hat mir Spaß gemacht und was hat mir nicht so viel Spaß gemacht? Ne? Also, darüber sollte man auch reden. Und ich sage mal so, gerade so der Anfang des Jahres, die ersten paar Monate waren wirklich so ein bisschen noch für mich so, da war nichts los. Also, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe ewig lang gewartet, bis da mal was passiert ist. Und dann kamen eigentlich fast zwei Spiele sofort so ganz knapp nacheinander, wo man sich entscheiden musste, was macht man jetzt? Und ich habe mich halt für ein Spiel entschieden, wo ich wenigstens den Vorgänger gespielt habe, weil ich halt auch durch Infos dann halt wusste, was mich ungefähr erwartet. Und da war halt Horizon Forbidden West so das erste Spiel, wo ich sagen konnte, okay, gut, damit geht das Jahr los. So. War okay, es wurde sinnvoll ergänzt, also Unterwasserwelt, super toll umgesetzt, Gleitschirm auch super Ergänzung und ansonsten das Spiel ist halt gewohnt groß, man kennt's, die Spielwelt hat sich jetzt nicht jetzt, so viel verändert, eher so die Gegnertypen, die dann halt noch ein bisschen angepasst worden sind und so weiter und so fort. Also im Insgesamten ist es ein rundes Spiel geworden und
Dann kam aber halt, wie gesagt, leider das zweite Spiel. Man musste sich halt, wie gesagt, entscheiden. Und das habe ich mir dann erst später geholt. Aber da kannst du vielleicht mehr dazu sagen. Elden Ring. Nicht ohne Grund wahrscheinlich ja dann auch noch Spiel des Jahres geworden. Bei den Game Awards. Bei den Game Awards, genau. Ich habe es bis jetzt nicht durch. Es ist wahrscheinlich auch dem geschuldet. Vorher hatte ich bis dahin zu dem Zeitpunkt halt nur Bloodborne gespielt. Und das ist halt. Es ist zwar ähnlich, aber halt auch anders, denn Bloodborne ist wesentlich langsamer und wie soll ich denn das beschreiben, nicht so einsteigerfreundlich wie Elden Ring. Elden Ring macht da, wie soll ich denn sagen, das Tor ein bisschen auf für die Leute, die ansonsten noch nicht so viel mit den Souls-like-Spielen zu tun hatten. Schon wieder das Wort. Mein Gott, wir müssen einen Counter einführen, wisst ihr das? Und von daher habe ich halt erst sehr spät mit Elden Ring angefangen. Ich kann aber nur eins sagen: Wenn man wirklich ein Spiel suchen würde, was einem eine gewisse Challenge gibt oder beziehungsweise was einen wirklich fordert, dann ist das schon Elden Ring. Ne? Ja, ich meine, Elden Ring hat auf jeden Fall seinen Preis verdient, sozusagen, weil ich habe ja auch noch, bei mir läuft immer noch ein Let's Play im Endeffekt mit Rolf Otaku, der immer, mit dem wir ja das Spiel komplett durchgespielt haben. Und klar, wir haben jetzt nicht alles erreicht, jetzt nicht alle versteckten Das Sachen ist auch schwer, gefunden. denke ich. Es ist halt riesengroß, sage ich mal so, für das, für ein Souls-like-Game im Endeffekt, was sie den neuen Schritt gemacht haben mit der offenen Welt. Es ist schon ein sehr schönes Spiel. Es gibt viele Möglichkeiten, die man da machen kann und alles drum dran. Und es ist halt knackig bis zum Ende. Und ich denke mal, wenn sie diesen Schritt weiternehmen und vielleicht noch erweitern, da haben sie ja vor kurzem erst ein neues DLC rausgebracht, also ein Patch sozusagen mit dem PvP-Modus, Arena-Modus, was ich selber noch nicht gespielt habe, weil ich das Spiel jetzt nicht mehr besitze, weil ich habe gesagt, okay, ich spiele das Spiel durch und dann Ende, weil dann sind meine Nerven zu Ende, dann habe ich auch keinen Bock mehr, weil es ist nicht so hart, sage ich jetzt mal, so wie jetzt ja, Dark Souls oder so oder Demon's Souls, die ganzen Reihe, weil ich habe von denen nicht einen einzigen durchgespielt, weil irgendwann war bei mir die Grenze dann erreicht. Aber Elden Ring, klar, mit zu zweit ist es schon einfacher, aber wenn ich alleine gespielt hätte, hätte ich dann auch bis jetzt bestimmt immer noch zu beißen, um das Spiel durchzukriegen, definitiv. Also ist eh auf jeden Fall berechtigt für den Game Award Preis und ist ein tolles Spiel, kann man auf jeden Fall machen. Man muss halt sehr viel Zeit reinstecken. Das stimmt, da hast du recht, ja. Und dann hatte ich mir so Gedanken gemacht, so nach Horizon. Ich habe es nur, wie gesagt, noch nicht komplett durch. Ich bin schon gut weit, aber habe dann noch was offen gehabt. Und da kam mir halt unverhofft ein Spiel dazwischen, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem ich nicht wirklich so gerechnet hatte. Es hat mir aber in der Spielzeit, in der ich es dann halt gespielt hatte, schon Spaß gemacht. Und es hat mir natürlich auch das Universum, in dem ich mich sowieso gut auskenne, sowieso noch ein bisschen näher gebracht. Ich denke mal, du weißt, was ich meine, und zwar Guardians of the Galaxy. Ne? Deswegen von uns Avengers. Nee, Alter, das war wirklich auf was anderes bezogen. Also, okay. Ich kann es kurz machen. Guardians ist ein Spiel. Es bietet die, ja, der klar, die Charaktere natürlich. Schade, dass man halt wirklich nur Peter spielen konnte. Ist ein bisschen schade. Also es wäre schon schön gewesen, wenn man vielleicht ähnlich wie bei Avengers halt durch die gesamten einzelnen Crewmitglieder halt dann halt sich irgendwie durchboxen hätte können. Aber na gut, sei es drum. Ansonsten, es ist ein Spiel, was gerade auch zum Schluss hin ein bisschen vielleicht so in die Richtung vom MCU dann wenigstens geht. Also man kann schon ein bisschen dann sagen, ah, der Charakter ist ja dann doch noch interessant. Also, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Du hast es ja auch gespielt oder hast du es durch? Nee, noch nicht. Ich bin noch. Okay, deswegen will ich nicht spoilern, ne? Aber es wird auf jeden Fall eine Figur in dem Spiel vorkommen, die wir auch demnächst dann halt auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr noch mit auf der Leinwand zu sehen bekommen. Okay. Ja, also wie gesagt, ich muss es halt auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen, aber die ersten paar Folgen, die ich schon gemacht habe, die noch nicht online gesetzt sind, hat auf jeden Fall schon ein bisschen Spaß gemacht. Klar, man muss sich aber erstmal an die Stimmen erstmal sehr stark dran gewöhnen, weil ich habe, wenn man die Filme anschaut und die Stimmen kennt sozusagen und dann kommen halt die Witze. Die haben halt einen Impact halt, ne? Du merkst, okay, Absolut, die passen perfekt absolut. so. Aber in dem Spiel habe ich manchmal echt schwer zu beißen und irgendwie ein Grinsen rauszuholen, weil das einfach nicht harmoniert mit den Stimmen. Und ja, es ist schwierig, sage ich mal so. Ich würde aber noch sagen, bei Rocket und bei Drax geht's noch.
Aber bei Groot nicht. Nee. Nee, Spaß. Ist halt ein Baum. Ach Ja. Mensch, nee. Aber es ist klar, also gerade Peters Stimme und so, das ist halt ein bisschen. Also würden sie wirklich den Synchronsprecher da bekommen, das wäre natürlich heftig, aber das kostet natürlich alles. Ne? Also da müssen sie sich wahrscheinlich immer Gedanken machen, wie sie das Ganze regeln. Aber wie gesagt, spielerisch gesehen und für das, was es ist, war es, obwohl man wenig erwartet hatte, mehr. Das kann man sagen, weil man halt von Avengers noch so ein bisschen gebeutelt war, ne? Weil das halt gar nicht so richtig gezündet hatte. Gut, weißt du, was lustig ist? Diese Überleitung fand ich gerade echt gut, weil bei mir hat einiges nämlich gar nicht gezündet. Und zwar, wir haben dann die Zeit gehabt, so nach Ostern und so weiter und so fort, falls du dich erinnern kannst, wir haben ewig lang im Grunde genommen eigentlich irgendwie versucht, uns so die Wartezeit bis zu Modern Warfare irgendwie schmackhaft zu machen. Weißt du Oh das noch? ja, oh ja, oh ja, Und mit weißt du, Modern. was komisch war? Was Wir haben es denn? ja, also ich muss es mal dazu sagen, für alle die uns zuhören oder halt das ansehen oder wie auch immer, wir haben es wirklich versucht. Also wir haben es wirklich versucht mit Modern Warfare Remastered. Wir haben mit Black Ops 4 nochmal irgendwie versucht zu starten. MW1 haben wir dann ganz sein lassen, weil es ja dann kaputt gepatcht war durch Warzone und so weiter und so fort. Und schlag mich tot. Und dann kam auf einmal irgendwas dazwischen und komischerweise haben wir uns dort irgendwie echt länger aufgehalten. Und das war irgendwie halt so eine ganz quietschbunte Welt. Und wir haben eigentlich gedacht gehabt, nee, ist da eigentlich gar nicht unseres. Und komischerweise hatten wir aber auch echt schöne Momente in Fortnite. Ja, Es ist verrückt, da oder? bist du leider dran geschuldet, dass ich überhaupt das Spiel wieder angefasst habe. Das muss ich jetzt Aber du ehrlich wolltest doch sagen. die Welt retten, oder wie war Oh das? ja. Ach ja. Eigentlich sage ich nur so, ich habe das. Das Lustige ist, Fortnite, was du so kennst, war ja am Anfang gar nicht der Fall. Das Battle Nee. Royale-Modus kam mir erst viel später dazu. Am Anfang, wo ich mir das gekauft habe, für 30 Euro oder Im so. Early Access, ne? Genau, im Early Access gab es nur die Rettet die Welt und ich dachte, das wäre das Spiel. Das war schon top. Also gehst in die Welt rein, du hast vor Zombies klatschen, du hast Dings Daten sammeln und so weiter und so verteidigen und so weiter. Das konnte man im Weltenmodus machen, eigene Basis aufbauen, im Endeffekt, wo man verteidigen musste und alles drum dran. Das gibt es ja heute immer noch für die Leute, die es früher gekauft haben, für die aktuellen, die es jetzt nicht runterladen würden oder so, ist es ja gar nicht mehr dabei, glaube ich. Und ich habe es ja eine ganze Weile gespielt, mit auch früher mit anderen Kollegen, die ich früher noch kannte, die ich jetzt nicht mal erwähnen möchte. Und dann habe ich dann aufgehört, weil es dann irgendwann mit dem Battle Royale-Modus, was dann so gekommen ist, für mich dann too much war. Einfach, weil das hatte keinen Impact mehr gehabt, ich war nicht so richtig aktiv drin. Und dann kamst du und sagst, hey, lass uns doch mal wieder reinschauen. Und seitdem bin ich jeden Tag Minimum eine halbe, wenn ich Zeit dazu habe, versuche ich immer zu 10 Minuten reinzustecken in den ja, Rettet die Welt-Modus, um V-Bucks zu farmen, um Skins zu kaufen, die mir gefallen könnten. Und wenn wir dann wieder zum Spielen, dass ich dann einen optischen, schönen Charakter habe, der mir auch optisch gefällt und wo ich dann auch Spaß damit habe. Und das meint, wir haben jetzt, glaube ich, 2, 3 Seasons jetzt hinter uns gebracht jetzt. Ja, mittlerweile. Und die erste Season, also nicht diese erste Season, glaube ich, welche Season ist es jetzt gerade nur? Die vierte? Ich habe ehrlich gesagt Die gar keine vierte Ahnung. Die Season? ganzen Fortnite-Leute würden uns zerreißen, wenn wir jetzt Ja. überhaupt nicht darauf antworten könnten. Aber sei es drum. Also das, was wir Aber, erlebt ne. haben. Ich sage es mal so, die letzten zwei Battle Passes, Passes, sage ich mal so, was ist ein Battle Pass Mehrzahl? Ja, Ja, okay, Pässe. lass mal, ja, passen. PS. So. Nee, und die habe ich auf jeden Fall durchgerockt, halt über Level 100 und sagte schon einiges mit dir zusammen halt auch, ne? Definitiv. Aber der letzte, der aktuelle jetzt hier, jetzt, okay, abgesehen von dem Winter Special, ist überhaupt noch nichts mehr. Also momentan ist bei Ja. mir auch wieder eine Flaute drin, wo ich einfach so, Battle Royale-Modus interessiert mich jetzt momentan auch nicht mehr. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und wenn der neue Season, sage ich mal so, wieder interessanter ist, was man da bekommt, denke ich mal, da werde ich auch wieder aktiver mit dir zusammenspielen. Definitiv. Ja, na, ich Als würde aber auch Ausgleich. sagen, es ist natürlich auch dem geschuldet, und das habe ich auch von Anfang an schon gesagt, wir brauchen ja bloß was, was die Zeit überbrückt. Also ein halbes Jahr oder so, also so 6 Monate. Und komischerweise hat halt Fortnite das irgendwie geschafft. Also wir haben ja wirklich, also ich weiß nicht, also wir haben so viele geile Situationen gehabt. Also der epischste Moment, an den ich mich wirklich erinnern kann, instant, wenn du jetzt sagst, da kannst du dich an irgendwas an Fortnite erinnern, das war dieser, ey, da drüben ist jemand, guck mal, ey, ne? Und dann der Sniper-Schuss, wo wir alle wieder zum selben Zeitpunkt abgedrückt haben. Unvergessen, absolut. Und der hatte wirklich null Chance, der war instant down. So muss es sein. Also war wirklich ein cooler Moment. Wie gesagt, wenn ihr das gerne sehen wollt, wie gesagt, es gibt auch ein Video davon auf meinem Ja. YouTube-Kanal. Im Endeffekt, da könnt ihr gerne haufenweise Highlights sehen, die wir auf jeden Fall gemacht haben.
haben, gesehen haben und erreicht haben, sozusagen halt, ne? So ist es. Ja, und dann kam Modern Warfare. Ne? Nee, Also, nee, ne? nee, nee, nicht Naja, wirklich. Nee. aber es hat dann eine ganze Weile gedauert, seine Dann kam Pause. eigentlich für mich fast eine ganz lange Zeit eigentlich gar nichts, weil ich ja privat noch mit was anderem zu tun hatte. Das war für mich persönlich gesehen, war es schon irgendwo ein Highlight, weil ich meine, erstens mal, man heiratet nicht jeden Tag. Das muss man mal mit dazu sagen. Und wenn man es dann noch nicht mal im eigenen Land macht, was ja auch wieder viel sagt, sondern das halt eher in Dänemark macht, ja, dann, was soll ich dazu sagen? Also, ich muss ganz ehrlich sein, ich spreche es runter. Es war eine fantastische Woche, die ich da zusammen mit der gesamten Familie hatte. Es waren ja über 20 Leute da. Wir hatten ein Haus gemietet, wir hatten die standesamtliche Hochzeit, wir hatten aber auch noch die Trauung am Strand. Also das war wirklich einzigartig, muss ich sagen. Also es hatte echt Spaß gemacht. Klar, sowas kann man nicht jeden Tag machen, logischerweise. Das wäre echt ein bisschen finanziell aus Super-GAU, aber ja, es war schon wirklich cool. Und die Eindrücke kommen demnächst dann auch noch. Also Da fällt mir gerade ein wunderschöner Satz an, ein ja. Filmtitel, ein bisschen abgeändert. Okay. Fantastischer Familienwesen voller Magie. Oh mein Gott, ja. Ja, komm, Nee, aber es wirklich, sind, aber ja. ich muss jetzt auch noch ganz, ganz kurz dazu sagen, ich weiß nicht, wie gesagt, also es gibt vielleicht Leute, die juckt es auch nicht, hört kurz weg. Diese Zeit, die man davor halt investiert, also knapp ein Jahr muss man ungefähr mit planen, ist die Hölle. Also an was man alles denken muss, an was man wirklich im Grunde genommen denken muss, wo man vorher eigentlich dachte, dass man nicht dran denken muss. Das ist ein krasser Satz, ich weiß, aber ist halt wirklich so. Das ist einfach wirklich verrückt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir das zusammen, also zu zweit, so gestemmt haben, was die ganze Planung anging. Alles das, was wir im Grunde genommen dann an einem Tag im Endeffekt abgerissen haben, war das Endprodukt von dem, was wir vorgeleistet haben. Auch die ganzen Leute, die dann halt mit dabei waren, außer der Familie. Also wir hatten ja noch eine Dekorateurin von woanders her. Ich hatte noch einen Fotografen, Schrägstrich Videografen mit dabei, der ein super tolles Video gemacht hat, was man bald sehen kann. Dann hatten wir noch einen Caterer aus Dänemark mit dabei, der uns halt im Grunde genommen mit dem Essen halt versorgt hat und so. Also es war, boah, nee, es war schon wirklich heftig. Ja. Aber Ja. ja, also wer das mal machen will, wer mal Bock hat oder sowas und da hat keinen Plan, meldet euch bei mir. Ich kann euch da helfen. Nee, Spaß. Also, wie gesagt, man sollte diesen Tag, auf den man dann auch wirklich so lange hingearbeitet hat und hingefiebert hat, sollte man auch wirklich zu schätzen wissen. Ne? Man macht es halt wirklich aus meiner Sicht nur einmal. Apropos helfen, ich möchte ja auch Ja. gleich mal die Gelegenheit hier reinsetzen, da du ja, ich weiß nicht, ob es ist ja noch nicht so richtig aktuell, sage ich mal so, ist ja noch nicht so richtig aktiv, was du gerade momentan tust, aber du hast ja schon einige Projekte und ich möchte jetzt nicht draußen ins Detail reingehen, aber wenn du Ah, möchtest, okay, ich verstehe. kannst du ja Ich mal ein verstehe. bisschen was für die Zukunft erzählen und vielleicht kannst du hier auch mal ein bisschen für gewisse Leute, die das hier zuschauen, ein bisschen werben, Endeffekte, dass du dann sagen kannst, hey, oder für die Zuschauer, hey, der könnte mir vielleicht das auch vielleicht machen für einen gewissen Entgelt, sage ich mal so, und die Qualität spricht ja für sich jetzt, was ich jetzt schon bis alles mitbekommen habe und auch gesehen Danke. habe natürlich. Und ich würde sagen, ich gebe einfach mal das Wort an dich, wenn du drüber reden möchtest. Es ist eine Sache, das ist dein Thema, es ist noch nicht aktiv, also sagen wir noch nicht so offiziell sozusagen, aber vielleicht kannst du ein bisschen anteasen, so was da so momentan Anteasen, so okay. Schönes tust. Anteasen. Ich hole kurz aus. Zu Beginn noch von Corona habe ich gedacht gehabt, dass im Grunde genommen das Feld, was mich früher schon mal interessiert hat, also alles, was mit Fotografie und Videografie zu tun hat, eigentlich das ist, was ich eigentlich machen will. Und dann habe ich mir halt eine Kamera geholt, ich habe mir einen Gimbal geholt und ich habe dann halt losgelegt mit einer Drohne und so weiter und so fort. Alles schön und gut und ich mache das auch echt gerne. Also wenn jetzt irgendwie jemand sagt, ey, ich bräuchte ein Video für das und das oder ich bräuchte irgendwie jemand, der mir halt eine Videoproduktion oder Fotos macht für sonst irgendwas, gar kein Thema, geht. Aber dann habe ich irgendwie festgestellt, dass in mir immer noch dieses Kreative noch viel, viel stärker war. Und da habe ich dann gemerkt gehabt, wie kann man im Grunde genommen seine kreative Art komplett ausleben. Und da bin ich dann halt auf Animationsprogramme gestoßen, wie zum Beispiel halt Blender und Unreal Engine und so weiter und so fort. Und mit solchen Sachen bin ich halt gerade derzeit dabei, Projekte umzusetzen. Also
Projekte, ich sag mal so, angeteased, Schrägstrich, ne? Im Anime-Bereich, aber auch eigene Projekte, Projekte, die ich schon seit Jahren im Grunde genommen so ein bisschen in der Pipeline hatte, wusste nie, wie ich das umsetzen soll. Jetzt weiß ich es und jetzt muss ich es nur noch umsetzen. Und sollte also irgendjemand sagen, ey, ich bräuchte wirklich innovativ was Eigenes, was für meinen YouTube-Channel ist oder sonst irgendwas, eine Animation ist, dann halt einfach Bescheid geben und wenn man dann halt irgendwie zueinander kommt und sagt, hey, das passt, dann ja, könnte man das auch zusammen umsetzen, wäre auch kein Problem. Wo kann man dich denn überhaupt denn erreichen, dann, wenn es so Ja, also es wäre? wird im neuen Jahr jetzt, also ich bin jetzt ja gerade in den letzten Zügen bin ich jetzt gerade dabei, es wird ein neuer YouTube-Channel entstehen und auf dem YouTube-Channel wird es nicht mit meinem eigenen ersten Projekt losgehen, sondern da geht es im Grunde genommen los mit dem, was ich jetzt gerade vorher hatte. Und zwar habe ich da von dem Videografen die Freigabe bekommen, quasi das Hochzeitsvideo halt mit hochzuladen. Das wird quasi in 15 Minuten dann halt nochmal halt mit gezeigt und danach kommt dann die eigenen Projekte dran. Na, also alles Animation, Tutorials und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein großes, großes Feld, was es da gibt. Und wenn es soweit ist und wenn der YouTube-Kanal eröffnet ist, werdet ihr das natürlich auf meinem YouTube-Kanal erfahren, denn ich werde dann auf jeden Fall ein bisschen promoten. Und was ist das für Lachen? Naja, ich sag's jetzt mal so, wie es ist. Ich habe ja schon die ehrenvolle Aufgabe, nicht nur ein Projekt umzusetzen, sondern sogar zwei Projekte. Das Genau. eine ist noch ein kleines Projekt und das andere ist echt ein großes Projekt. Und ich sag mal so, ich würde mich jetzt nicht wirklich so sehr darauf freuen, wenn ich dann mit noch gar nicht angefangen hätte. Und da ich ja schon weiß, es ist schon so und so weit und ich will aber noch nichts großartig zeigen und sagen, logischerweise, weil ich will das Endprodukt abliefern. Ne? Ich sag nur eins, man darf sich freuen. Ja, also wenn, wie gesagt, wenn ihr dann zum Beispiel ihn den Herrn Mapsa hier anfragen tut und er soll für euch was herstellen, erwartet nicht gleich, dass es in den nächsten 2 Wochen gleich alles passiert, denn wir haben alle Privatleben und dann muss man das alles auf jeden Fall koordinieren, um das alles auch richtig zu machen. Und Naja, Qualität steht vor Quantität. absolut. Also gerade im Animationsbereich sollte man wissen, dass sowas nicht über Nacht geschieht. Animationen, die kundenorientiert sind, dauern ein Stück. Das ist klar. Vor allen Dingen, wenn man ja natürlich dann mit dem jeweiligen Kunden natürlich den Wunsch erstmal äußern muss und so weiter und so fort. Aber wenn das dann passiert ist und wenn man dann genau weiß, was der Kunde möchte und ich könnte mich zum Beispiel dann halt die ganze Zeit auf dieses Thema stürzen, dann kann das natürlich auch schneller gehen. Aber ich habe das jetzt alles immer so halt im Hintergrund halt zum normalen Berufsleben momentan jetzt noch parallel mitgebracht. Ja, also wie gesagt, wenn es soweit ist, dann werdet ihr es auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal erfahren, wenn es Auf dann jeden Fall. starten tut mit seinem YouTube-Kanal und wenn er dann auch weitere Projekte Zeit hat, dann einfach dann anschreiben, wenn es soweit ist. Gut, dann würde ich sagen, jetzt haben wir ja ein paar gute Themen hintereinander gehabt. Würde ich sagen, tja, die Welt ist aber trotzdem im Jahr 2022 nicht stehen geblieben, auch in unserem Leben. Denn auch im Privat- sowie auch arbeitstechnisch gibt es immer eine Flaute, auch hoch und runter. Es ist wie eine Welle, die ja, man nie weiß, was als nächstes überschwappen tut. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist halt auch wieder mehrere Jahre dahinter, halt mit Verschuldetheit. Wir hatten ja vor mehreren Jahren auch das mit Syrien und das ist mit der Ukraine. Und es ist klar, Krieg, das hat man am Anfang schon, aber es gibt halt auch dann für die Leute, die dann Dings nichts dafür können, müssen ja dann auswandern und die kommen halt dann flüchten halt in andere Länder. Ist ja auch kein Ding, keine Frage. Wir sind ja kein Volk, wo wir sagen, wir tun sie nicht annehmen, sondern wenn jemand Hilfe Das ist braucht, sollte richtig. man da auch die Hand hinreichen. Alles prima. Das Problem ist halt aber der wirtschaftliche oder der industrielle Markt ist halt in gewissen Ländern dann sehr stark mit beeinflusst. Denn wie bei mir ist, bei mir auf der Arbeit, wo ich gerne mal ein bisschen was kundtun möchte oder sagen möchte, es soll jetzt für Leute, die jetzt zuschauen, ihr solltet jetzt nicht jetzt betroffen sein oder soll jetzt nicht jemanden angreifen oder sonstiges. Es ist halt ein kleines Thema für Leute, die jetzt sozusagen in Deutschland leben, die jetzt sagen, okay, es ist ja schön, wenn andere Kulturen in unseren Land reinkommen und dann vielleicht mit uns teilen wollen und alles drum dran, ist ja kein Thema, weil ich meine, Kulturaustausch ist ja auch auf einer Seite eine schöne Art, denn da kann man auch andere Kulturen kennenlernen.
Ja. Das Problem ist aber, viele, also sagen wir nicht viele, es gibt ein paar schwarze Schafe in jedem Land, klar. Auch in Ja. Deutschland sind auch viele dann von gewissen Ländern zu uns gekommen, die bei uns dann in gewissen Firmen dann auch arbeiten. Jeder hat einen Arbeitsplatz verdient. Keine Frage, das brauchen wir auch nicht diskutieren im Endeffekt oder bereden im Endeffekt. Jeder hat ein Recht, irgendwo zu sein, definitiv. Aber wenn man sich als eigener Mensch in eigenem Land sich dann sozial ausgeschlossen fühlt, ist es dann sogar auch im Arbeitswesen ein bisschen schwierig, sich dann wohlzufühlen im eigenen Land. Und das ist das große Problem, was ich momentan in einen gewissen Satz reinbringen möchte. Ich tue jetzt nicht meine Arbeitsstelle erwähnen. Für die Leute, die es dann anschauen sollten, die werden das wahrscheinlich dann auch verstehen oder so. Oder vielleicht dann am nächsten Jahr dann mich dann blöd anmachen oder so, weil sie es gesehen haben oder so. Wer weiß das schon. Aber ich möchte jetzt einfach mal so legitim drüber reden. Im Endeffekt, es soll jetzt auch nicht so rassenfeindlich rüberkommen, Himmels Willen, das möchte ich auch mal vorab sagen. Also ich akzeptiere und respektiere jeden Menschen, der halt da ist. Und es gibt auch Blöde, es gibt auch Gute, alles Mögliche gibt es halt auf jeden Fall. Aber wenn man zum Beispiel am Arbeitsplatz ist und zwischen einer Front von links und rechts permanent in einer Fremdsprache nur mitbekommt und man kann sich nicht eingliedern, dann ist es halt so ein Thema, wo man sagen muss, okay, man wird als Innenlandbewohner komplett aus dem Land ausgeschlossen durch die eigene Sprache, weil die nicht mehr funktioniert. Und das ist halt, wo ich sagen muss, okay, man kann Fremdsprachen reden, keine Frage, ist völlig legitim, ob asiatisch, türkisch, rumänisch, kroatisch, es gibt so viele Sprachen, ich will jetzt nicht alle aufzählen. Man kann miteinander reden, wenn die Personen sich untereinander kennen, aber wenn man zwischendrin sitzt und möchte gern sozial mit beisteuern in der Community, sozusagen wie in der Gaming-Branche sozusagen, und man kann es einfach nicht, weil man einfach nicht mitreden kann, weil man kein Wort versteht, dann finde ich dann das ein bisschen unsoziales Verhalten in der Gruppe. Und das ist halt, was Das in der Firma bei uns momentan sehr extrem ist. Also ich sag mal so, das Hauptproblem, denke ich immer bei sowas, ist, diejenigen, die quasi entweder durch Krieg oder durch irgendwelche anderen Situationen gezwungen sind, ihr Land zu verlassen, um in ein anderes Land zu gehen. Und es muss noch nicht mal Deutschland sein, das hast du ja auch schon gesagt, es gibt ja noch andere Länder, die auch Flüchtlinge aufnehmen. Da ist es natürlich immer dasselbe. Die kommen erstmal aus ihrem Land, müssen jetzt quasi sich versuchen, in einem anderen Land erstmal zu integrieren. Und das Hauptproblem ist ja, dass im Grunde genommen die meisten von den Flüchtlingen oder auch von anderen Situationen her dann meistens natürlich die Sprache in diesem Land nicht sprechen. Und das führt wiederum zu Verständigungsproblemen, sei es im Arbeitsleben, sei es aber auch abseits vom Arbeitsleben, das gibt es natürlich auch. Da ist ganz einfach das Hauptproblem, finde ich persönlich, dass meistens diese Flüchtlinge oder so sich sehr, sehr viel Zeit lassen, die Sprache zu erlernen. Wenn sie natürlich Kinder haben, die in die Schule gehen und sonst irgendwo, dann lernen die Deutsch oder beziehungsweise die jeweilige Landessprache wesentlich schneller, aber die Eltern machen da meistens nicht mit. Die verfahren zu sehr in ihrem System. Das, denke ich, ist eins der Hauptgründe. Und das hat auch, wie du das schon gesagt hast, hat überhaupt nichts irgendwie mit Rassenfeindlichkeit oder so zu tun. Und du hast es auch richtig angesprochen, wie ich auch finde, wir können von sehr, sehr vielen Kulturen lernen. Und wir machen das ja meistens sogar auch. Also wir selber, wir Deutsche, wir lernen auch sehr, sehr viel gerne von anderen Kulturen. Aber wir machen das immer zu einer gewissen Zeit. Wir machen das meistens immer dann, wenn wir im Urlaub sind. Da fahren wir in Länder wie Asien, Türkei, Italien, Spanien, England, Amerika, sonst irgendwann. Und irgendwo gibt es immer irgendwo eine gewisse Kultur, die da herrscht. Und wenn wir dann auf einmal merken, ey, da gibt es zum Beispiel gewisse Bräuche oder es gibt ganz andere Essenssituationen und so weiter und so fort, dann, also ich mache das zumeistens immer so, ich passe mich immer der Situation an.
Ich versuche dann immer irgendwie was daraus zu lernen, sei es geringfügige Sprache, dass man halt wenigstens sich begrüßen kann und so weiter und so fort. Oder dann halt, dass man auch natürlich auch mal das Essen ausprobiert, damit man halt weiß, ah, okay, gut, das wird halt dort gegessen und so weiter. Ich finde, das sind schon so Aspekte, die da herrschen. Und ich glaube, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster mit dieser Meinung natürlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt sehr, sehr viele, die aus einem anderen Land nach Deutschland kommen, nicht wirklich sich für die deutsche Küche interessieren. Was halt so ein Beispiel wäre. Also die oder halt auch die deutsche Sprache annehmen wollen, die wollen das nicht, weil die halt ihre Sprache durchsetzen wollen. Und ich merke das auch anhand dessen, und das hast du ja schon gerade richtig gesagt, auf Arbeit sprechen die meistens dann in ihrer Sprache. Du verstehst sie nicht, du weißt nicht, was gemeint ist. Und das kann zu Missverständnissen führen, das kann zu ganz anderen Komplikationen führen, ne? Und dann ist man natürlich halt gewillt zu überlegen, fühle ich mich noch hier wohl oder nicht? Und ja, die Überlegung hatte ich natürlich auch, ne? Es ist halt einfach, du kannst es ja auch nicht mal ansprechen oder man muss es wirklich dann so extrem förmlich der Person entgegensprechen im Endeffekt, dass sie sich nicht gleich angegriffen fühlt. Genau, Und das ist der genau. springende Punkt. Wenn sie sich angegriffen fühlen, ist man als Person, die in einem Land lebt, schon länger gleich ausgeschlossen oder in eine Richtung gelenkt wird, wo man sagen muss, okay, hey, okay, er ist rassenfeindlich oder hat gegen was gegen Ausländer sozusagen. Typisch deutsch. Ja, es ist halt irgendwie, ich meine, ich hab doch kein Problem damit, wenn welche aus Russland bei uns hier wohnen, etc. und so weiter und so fort. Oder ich meine, nicht momentan auch die Situation mit der Ukraine jetzt mal ganz kurz mal anzusprechen, wenn Russland zu uns kommen würden, die Einwohner, die haben ja mit dem Krieg ja auch nichts zu tun, die wären ja auch bei uns ja herzlich Nee, willkommen, hätte ich nee. auch kein Problem. Es ist eine rein Es staatliche Sache. Genau. Und da würde ich halt auch einfach sagen, hey, hier, wenn ihr dann schon nach uns kommt oder wenn wir in eure Länder kommen, müssen wir ja auch uns irgendwie Anpassen. anpassen und die Sprache halt auch lernen, dass man miteinander kommunizieren kann, weil eine gute Kommunikation geht auch zum gutes Ergebnis. Kennen wir Richtig, überall. ja. Und wenn das aber nicht gegeben ist, dann ist halt schon ein schwieriger Punkt dann halt, wenn man dann halt welche zur Arbeit bekommen, die nicht Englisch, nicht Deutsch, sage ich mal so jetzt. Es ist nur abgesehen jetzt von uns jetzt, in anderen Ländern wird es wahrscheinlich genauso sein, dass dann welche herkommen, die dann nicht zum Beispiel andere Sprachen nicht können, die in dem Land halt gewohnt sind. Nicht mal bei uns arbeiten, im Endeffekt die Leute, die dann nicht die gewissen Sprachen führen und du willst mit ihnen reden. Das hatte ich diese Woche zum Beispiel, war Mittwoch bestellen wir immer Essen. Und da bin ich zu einer Person hingegangen und habe gesagt, hey, hier, das ist eine jüngere Generation, glaube ich, ungefähr 18, 19 ungefähr war die ungefähr. Ich habe sie angesprochen, hier, möchtest du gerne was verstehen? Und die sagt, ich verstehe kein Deutsch. Und da Und sagte du ich, so, yam yam. ja, Ja, lecker. was will man machen? Und die denkt so, oh, da lädt mich zum Essen ein. Nee, also es ist wirklich so, ne? Aber das sind diese Komplikationen, ne? Also man, also ich denke mal, wir sind da ähnlich. Also wir versuchen ja immer diese Situation sogar noch positiv irgendwie zu lenken. Aber du hast es schon richtig gesagt, man muss natürlich dann, das ist banal, wir müssen in unserem eigenen Land dann auch noch dafür sorgen, dass wir uns denen anpassen und nicht die uns. Also das ist total absurd. Also du kannst mich korrigieren. Ich glaube, du kennst dich im asiatischen Bereich besser aus. Aber wenn ich jetzt auswandern wollen würde nach Japan, also Tokio oder so, ich glaube, wenn ich darüber möchte und dort mich breit machen möchte, muss ich eine gewisse Summe X mitbringen. Und dann brauche ich ein Visum. Und wenn ich innerhalb von einem halben Jahr keinen Job oder sonst was nachweisen kann, fliege ich dort sofort instant wieder raus. Du hast auf einer Seite einen Teil recht. Kann das sein, irgendwie? Ich habe mich auf jeden Fall mit dem Thema sehr beschäftigt und das ist im Endeffekt wie die Green Card in Amerika drüben. In Asien ist es im Endeffekt so: Du hast 6 Monate Zeit, Arbeit zu Ah, genau. finden, Sprache zu lernen, Wohnung und finanziell und selbst zu unterstützen. Du kriegst keine finanzielle Unterstützung, kriegst auch keine Geschenke, du kriegst kein Geld, gar nichts. Du kommst da rein, musst Geld mitbringen. Wie gesagt, die Genau, ne? ganzen Punkte durcharbeiten und wenn du in den 6 Monaten ein festes Untergrund hast, wo du leben kannst, dich selbst versorgen kannst, Darfst du darfst du bleiben. bleiben. Ja, genau. So, Punkt. ich sag mal so, das ist noch nicht mal so schlecht von denen eigentlich durchdacht, weil man ist quasi sofort, im ersten Moment, wenn du dort ankommst, bist du eigentlich
gewillt oder ja, gezwungen, je nachdem. Das kann man ja sehen, wie man will. Aber man ist sofort irgendwie in dem Modus, ich muss jetzt auch was tun, ich darf mich hier nicht irgendwie auf dem Sozialsystem ausruhen. Und das ist in Deutschland halt komplett Super-GAU. Da kommen die Leute ja her, ich möchte es auch nicht schlecht reden, also wie gesagt, ich möchte auch kein Kriegsflüchtling sein oder sowas, dass ich das durchmachen wollen Unterstützung würde, ist ja immer aber gut. die kriegen sofort vom Tag 1, wenn die hierher kommen, kriegen die Arbeitslosengeld. Die haben nicht einmal was in dieses System eingezahlt. Und die ganzen Steuerzahler, also ich, du und jeder andere, der in das System einzahlt, der finanziert die mit. Aber wenn ich in ein anderes Land gehe, habe ich den Luxus nicht. Also dann sollte man mal wirklich überlegen, wie kann man verhindern, dass ein Land, gerade jetzt noch wie Deutschland, wenn man das ja auch immer so als reiches Land bezeichnet, wie kann man dafür sorgen, dass es reich bleibt? Oder beziehungsweise reich an allem anderen und nicht, ne? Man muss dazu sagen, diejenigen, die hier nach Deutschland kommen und eine finanzielle Spritze sozusagen bekommen, jetzt vom Staat halt, ne, und sich trotzdem eingliedern und die Sprache lernen und dann eigene Arbeit finden und dort auch arbeiten, ein eigenes Haus und Wohnung haben und alles drum und dran, die sind doch völlig, so ist es doch So völlig soll es sein. okay. Ja, Ja, ist doch, ja. ist ja nicht so schwer da dran, aber wenn ich halt in der alten Wohnung war, ich habe ein Paket angenommen und die hat schon mehrere Jahre gewohnt und nee, sagen wir so, die haben für mich ein Paket angenommen. Ich wollte runtergehen zu denen, die schon mehrere Jahre drinnen wohnen und wollte das Paket entgegennehmen Ja. halt, ne? Ich habe geklopft, die kamen halt raus. Ihr habt ein Paket für mich. Ihr guckt mich an wie ein Auto. Düt, düt. So, ich dachte, was? Paket, groß, quadratisch, praktisch, gut. Nein, kein Rittersport, nein. Rittersport? Jawohl. Aber da musste erst ein Dolmetscher von hinten erst erscheinen, im Endeffekt, die mir dann weiterhelfen konnte. Und das Oh ist mein dann, wo ich Gott. sagen muss, okay, es ist ja schön, dass ihr da seid, dass ihr lebt. Und ich meine, jeder hat ein Recht zu leben, keine Frage. Aber ein bisschen anpassen wäre doch mal nicht so verkehrt. Das ist ja nicht so viel verlangt. Ja, Also ich ich. denke auch. Also die, die vernünftig sind, würden auch sagen, wir verlangen schon nicht viel, aber wenigstens dieses kleine Stück, wo man dann, also wie gesagt, es gibt ja auch diese Beispiele, gab Albaner, Syrer, selbst Ukrainer, Polen, Tschechen, keine Ahnung was, wenn die wirklich gewillt sind, hier was zu machen, weil die wissen, ey, uns geht's ja schon irgendwie besser. Nur die Sprache so zu lernen, dass man sich austauschen kann, würde so viel helfen, wirklich. Würde Und wirklich viel helfen. wie gesagt, wie ich vorhin schon angesprochen habe, Kommunikation ist das Ja, A und O. Wenn absolut. da halt eine Harmonie gestimmt ist oder eine Linie, dann würde das vielleicht auch alles ein bisschen harmonischer in unserer Welt, in der Umgebung, mit den Mitmenschen etc. und so weiter, wahrscheinlich viel besser laufen dann sozusagen wie Definitiv. gegenseitiger Hass oder Absonderung oder Vermeidung. Okay, ja, der ist der und der und mit dem wollen wir nichts zu tun haben, aber das ist ja wieder ein größeres Thema, aber wir wollen jetzt nicht zu viel Negatives reden. Ich denke mal, Nee. Mavs, da wir ja hier ein wunderschönes Weihnachtsabend haben, hier am Kamin mit dem schönen Feuer, Herrlich. Wunderbar. was schon knistert, gibt es Ja. denn bei dir auf einer Seite noch schöne positiven Sachen, bevor ich dann zu meinen positiven komme, die wahrscheinlich nicht so viel ausfallen. Naja, also wir hatten jetzt zuletzt bis zu der Jahresmitte ungefähr hatten wir dann eigentlich so unsere Fortnite-Zeit, ne? So, um den roten Faden jetzt quasi, den roten Faden wieder aufzudröseln und so. Und dann hat es wieder ein Stück gedauert, hatte ich das Gefühl. Und bevor wir im Grunde genommen so ein bisschen zu Modern Warfare dann wieder zurückgekommen sind und so weiter und so fort, da gab es ein Spiel, was ich mir geholt hatte. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, aber es hat mich halt nicht überrascht gehabt, weil das jetzt ja der übelste Banger ist oder sonst irgendwas, sondern es hat genau das eigentlich mir gegeben, was ich brauchte. Endlich mal beim Spielen wieder ein bisschen mehr Ruhe. Ich hatte endlich wieder mal ein bisschen mehr Ruhe beim Spielen und hatte keine Hektik, weil das hat man ja bei Fortnite wirklich ohne Ende teilweise. Und da war The Way of the Hunter tatsächlich so ein bisschen so ein Ding, wo ich mir dachte, so geil, ich kann nur einfach mal nur hier in der ganzen Landschaft rumlatschen und einfach nur erkunden und gucken, was passiert. Und also ich hatte vorneweg noch nicht einen Ableger von dieser Serie, das ist eine ganze Reihe eigentlich, gespielt. Und ich war angenehm überrascht, muss ich sagen. Und ich bin jetzt nun nicht wirklich jemand, der gerne auf eine Jagd geht oder sonst irgendwas, aber halt auch, wie die Tiere umgesetzt sind und so weiter und so fort. Es macht halt schon Laune, sich quasi auch mal in der virtuellen Natur auszutoben, muss ich sagen.
auch wenn Klar. es nur kurzfristig war, aber war Ja, gut. ich meine, bei mir war das ja so, ich habe ja die Vorgänger auch, das ist nicht so die aktuellen von diesem Publisher, sondern von einem anderen Publisher die Vorgänger gespielt. Der Hunter Call of the Wild zum Beispiel, was man so kennt. Ich habe ja auch The Way of the Hunter hatte ich ja auch gehabt. Und ich meine, stimmungsvoll, Welt, alles top. Es hat auch Spaß gemacht, bis zu einem gewissen Grad. Ja, das glaube ich. Denn die Zeit. Ja, Das war das du sagst es. größte Knackpunkt des Spiels. Ich meine, man kennt ja Call of Duty, man spielt da 10 Minuten auf Shipment oder bei Fortnite eine Was Runde ein Vergleich. 30 Minuten im Battle Royale oder keine Ahnung, andere Spieler halt. So, man macht mal so ein paar Runden oder man dreht ein paar Runden in Gran Turismo 7, die auch, das auch einfach schön war auf einer Seite. Aber The Way of the Hunter ist halt wirklich dann nach einer gewissen Zeit wirklich ein sehr starkes Geduldsspiel. Ja, Und wenn definitiv. man als Arbeiter, sage ich mal so, jetzt, was uns beiden betrifft, natürlich nach Hause kommt und man möchte eine Runde spielen, kann man das machen. Aber nach einer gewissen Zeit sagt man sich, okay, ich brauche Ja. doch mehr Zeit, um diesen Reh zu legen oder diesen Hirsch zu finden oder so. Und dann kommt die Müdigkeit oder dann kommt das gewisse Absolut. Fiasko, die Ich Zeit geht kenn's. zur Neige und man steht dann da, super teuer, was Ja. habe ich erreicht? Bisschen rumlaufen in der Gegend, Ende. Ja, also absolut, da bin ich bei dir. Also, wie gesagt, man muss halt wissen, ist es jetzt was, wo ich jetzt auch, was du schon gesagt hast, halt Zeit investieren möchte oder nicht, ne? Weil ich habe es auch erlebt, ich bin auch manchmal so 2,5 Stunden, 3 Stunden rumgerannt, habe gesucht, nichts gefunden oder habe versucht, dann das doch erhoffte, erlegte Tier zu sehen. Nix war's. Die hat sich gedacht gehabt, scheiß drauf, Pflaster auf die Schulter, weiter geht's. Nee, aber es ist tatsächlich so. Also, ne, ich weiß nicht, ob die das nochmal mit Patches halt nochmal irgendwie ändern werden oder sonst sowas. Es gab jetzt in der Zwischenzeit schon mal Aktualisierungen, das ist auch alles schön und gut. Was die gebracht haben, kann ich persönlich jetzt gar nicht sagen. Ich habe es mir noch nicht weiter angeguckt. Aber wenn man mal Bock hat, so ein bisschen zum Runterkommen, zum Entspannen, man weiß nicht, was man machen soll, man möchte nur das Gefühl haben, ein Jagdgewehr in der Hand zu halten, ist es auch gut. Oder mit dem Fernglas in die Ferne schweifen, ne? Also, ja. Man muss ja dazu sagen, es gibt ja auch andere Spiele, die dieses Jahr auch erschienen sind. Natürlich abgesehen ist von The Way of the Hunter, wo man auch ein bisschen abchillen kann, wo man sehr viel Spaß damit haben kann. Auch wenn die Kritiken manchmal ein bisschen unter die Decke gehen oder gar nicht mal ansatzweise auch über den Score gehen, zu sagen, war es bei mir zum Beispiel ein Spiel, wo ich mich sehr, sehr lange drauf gefreut habe. Es ist eine Spielreihe, wo ich schon seit dem zweiten Teil schon am Start war und es mich sogar mehr abgehoben hat. Nach San Andreas, wie Oh, GTA 4 oder GTA San Andreas oder so. Ich meine, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas waren Meilensteine seit dem GTA 1 und 2 mit einem Riesensprung von 2D, also von Pixel, von Draufsicht auf die 3D. Also auf jeden Fall keine Frage, es sind auch immer Top-Marken, die ich mir heute immer noch gerne spiele, weil es gab ja vor, auch dieses Jahr, eine gewisse Remastered, also die Die Neuauflagen Definitive halt. Edition, ja. Genau. Die am Anfang auch ein bisschen geschwankt hatten wegen Grafik und Regen und alles drum Ja, dran, dass ja. sie erstmal patchen mussten. Aber abgesehen von dieser Spielreihe ist nach San Andreas, denkst du ja, nee, das hat, nee San, genau, San Andreas, das letzte war Los Santos? Nee, warte mal, wie war denn das mit dem? GTA 5. Nee, mit Carl, wie hieß der, was man da auf der PlayStation 2 hatte? Das war San Andreas Z noch mit genau, Karl. Zeit nach San Andreas ist bei mir die GTA-Reihe im Endeffekt nach unten gerutscht und aber ein anderes Ja, ich Spiel versteh's. Ist dann in den Vordergrund gesprungen und Jetzt mit komm, dem haus raus, komm. Jetzt. San Andreas 2 würde ich schon sagen. Jetzt sag's endlich, Mensch. Ja, Saints Row, da kam ja 2022, dieses Jahr am 13., nee, am 23. August sogar auf die Konsole, auf die PlayStation 5 und ich habe mir sogar die über die 100-Euro-Version zugelegt. Und ich habe die vorigen Teile wirklich geliebt, wegen der Vielfalt, wegen der Welt, wegen den Abgetreten. Es hat einfach mal frischen Wind. Klar, es gab dann nur so gewisse Spin-offs zwischendrin mit Superkräften und alles drum und dran. Aber dieser Teil fand ich mal wieder einen Schritt zurück.
in die ersten zwei, drei Teile, also Saints Row 2 und Saints Row 3 sozusagen, oder der vierte, wie man es Dings sagen kann oder wie es ausgesprochen wird. Und ich hatte wirklich damit wirklich meinen Spaß. Viele haben aber gesagt, das Spiel ist so langweilig, es ist scheiße, es bietet nicht so viel. Klar, es gibt kleine paar Kriterien, wie zum Beispiel den Charaktereditor. Da kann man halt die Oberweite nicht mehr so ausbauen wie in den vorigen Teilen halt, ne, als Beispiel, was mich auch ein bisschen dann auch wieder gestört hat, weil es gibt, man möchte doch als Spieler so viele Freiheiten wie möglich haben, und wenn man da schon wieder eingeschränkt wird, dann ist es halt dann ein bisschen, wo es dann halt ein negativer Aspekt dann auf jeden Fall entsteht. Aber sonst allgemein, Saints Row auf der PlayStation 5, glaube ich, gibt es auf der PlayStation 4 auch. Ich weiß es nicht so genau. Es Ja, hat, ich glaube. war auf jeden Fall mein Spiel, wo ich komplett mal wieder wunderschön mehrere Tage, wo ich auch die Zeit dazu hatte, sage ich mal so, wegen, glaube ich, auch Urlaub oder so, habe ich mehrere Livestreams gemacht, die ist auch auf dem YouTube-Kanal auch zu sehen natürlich. Und es war einfach ein köstliches Fest, wo ich sagen muss, das war ein Meilenstein, wo ich sage, wo ich mich heute immer noch dran erinnere, also zurückerinnere, ein Spiel, wo ich 2022 auf jeden Fall geliebt habe. Aber du bist aber auch echt am Tiefstapeln, ne? Wieso? Das muss ich jetzt mal, also jetzt nicht wegen der Lobeshymne auf Saints Row, sondern vielmehr, da habe ich ein bisschen, du hast innerhalb von einer Woche hast du das Ding durchgespielt, willst du Ja. mich verarschen? Come on! Also ich lasse mir immer so gerne Zeit bei Spielen, ne? Und du so, also in der einen Woche habe ich das, du hattest ja wie so ein Marathon für mich, du hast in der einen Woche das Spiel durchgespielt, dann das, du hast drei Spiele irgendwie gefühlt innerhalb von einem Monat komplett durchgeballert. Wo ich mir das so denke, so, alter Schwede, ich würde ein halbes Jahr brauchen dafür. Man Ja, muss jetzt so und du sagen, ballerst raus ja. da. Man Das muss ist dazu Wahnsinn. sagen, halt, wenn Spiele wirklich den Impact erreichen, den Spieler zu finden, Zu sage ich mal so, binden. oder zu binden halt, ne, und der spricht darauf an, und er hat Spaß dabei, und klar, dann nimmt man sich halt auch die Zeit, dann lassen Ja, halt alles klar. andere liegen im Endeffekt, abgesehen jetzt von Familie und Freundin oder Tochter und so, das sollte man ja nicht unbedingt tun, es kommt Ja, dann eher negativ rüber, aber ja. ich meine, wenn man so viel Spaß hat, dann tut man dann auch immer gerne immer weiterspielen. Der Wiederspielwert, das ist doch das eigentlich das Wichtigste in Videospielen, die dann eigentlich das Prägen, das Erlebnis des Spiels halt, ne? Ich habe schon andere Spiele gespielt, wo ich dann gefragt, okay, oh, das ist doch gar nicht mal so schlecht, spielen wir so runter das Spiel, und irgendwann denkst du, ja, was habe ich noch? Irgendwo. Das ist es halt, wenn es sich nicht weiter abholt bis zum Ende, dann Ja. ist es halt dann ein Punkt, wo sagen, okay, das Spiel kann so top sein. Es gibt zum Beispiel jetzt, was vor kurzem erst rausgekommen ist, God of War. So, das lässt mich komplett kalt. Es wird gefeiert bis zum geht nicht mehr. Ich meine, es hat seine Berechtigung, es ist da, es kann super top sein, aber nur für die gewisse Fangemeinde oder für die gewisse Leute, die das Spiel halt auch feiern. Alle anderen lass es kalt. Ich spiele dann lieber dann ihr Samurai Maiden, was ich vor kurzem erst wieder sehr lange spiele, sehr oft spiele halt versuche, halt so wie die Zeit hat sich gegeben tut. Und das Spiel macht mich mehr an wie God of War. Wo God of War eigentlich ein Triple-A-Titel ist und Samurai Maiden gar nicht. Ja, so ist das aber halt manchmal, ne? Also dann merkt man ja auch meistens dann halt, und das ist ja das Schöne daran, gerade in der Spielebranche, man hat so viele verschiedene Genres und man hat so viele verschiedene Typen von Spielen und so weiter und so fort. Man wird schon irgendwas finden, was einem gefällt. Weil Das jetzt auf guck mal, jeden das ist Fall. das beste Beispiel, egal auch, es ist egal, welche Generation oder sonst was. Die einen, die haben halt Spaß, die hauen irgendwie auf Klötzchen rum und bauen sich damit eine ganze Welt auf, à la Minecraft. Oder andere, die springen zu Hause rum und singen sich ihn ab bei SingStar oder sonst irgendwie. Und die anderen, Ja. die, um jetzt mal wieder eine Brücke zu schlagen, die anderen, die knallen halt Bots weg in Modern Warfare. Ja, weil man dann keine Freunde hat wahrscheinlich oder so. Aber das Oha. ist einfach nur hingestellt Aber so. warte, bevor wir zu Modern Warfare kommen, du hast mich überrascht dieses Jahr, weißt du das? Wieso? Okay, jetzt bin ich überrascht. Das muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, du hast mich ehrlich gesagt sowas von überrascht. Ich habe dir die ganze Zeit erzählt, bis Modern Warfare kommt, habe ich Stress, weil ich in einem anderen Spiel noch jeden Tag rein muss und grinden muss. Und das ist bei mir natürlich logisch, weil ich ja früher selber übelst aktiv war im Basketball. Ich habe natürlich NBA 2K23 doch nochmal wieder eine Chance gegeben, obwohl ich gesagt habe, nee, dies Jahr nicht. Und dann habe ich es mir doch geholt. Und wurde ich enttäuscht? Jein.
Also, ich sag mal so, Handling und alles andere, alles was das Spiel gut kann, ist alles top. Die müssen bloß irgendwann mal anfangen, das mit dem Motion Capturing irgendwie neu zu machen, weil das ist irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Gucke ich mir Motion Capturing in anderen Spielen an, ist das einfach eine andere Ecke. Das ist wirklich eine andere Ecke. Und da müssen sie dran arbeiten. Dann wäre das Spiel. Also ich sag mal so, es ist sowieso schon eine sehr gute Sportspiel-Simulation oder wie auch immer. Also man kann simulationmäßig spielen, aber auch Arcade, ne, das ist klar. Aber ganz ehrlich, als dieser Moment kam und du gesagt hast, du hast die ganze Zeit in der Party, wo wir waren, hast du drum rumgedruckst und auf einmal so hast du gedacht gehabt, so, ja, lad mich doch mal ein oder so. Und dann spielen wir auf einmal zusammen NBA. Ich dachte so, was geht hier ab, ey? Ich weiß auch nicht. Also das war wirklich so ein Moment von dem Jahr, wo ich mir dachte, was ist denn hier kaputt? Und dann haben wir auch zusammen online gespielt und ja, alles Mögliche. Also es war auf jeden Fall, es war schon wirklich ein mega cooler Moment, bis Modern Warfare kam. Abgesehen, jetzt sagen wir so, ich hatte ja schon das vorige Teil schon gehabt, im Endeffekt mal kurz angespielt. Und ich bin ja immer noch wirklich, sagen wir so, auf der Suche, kann ich jetzt nicht mehr eigentlich sagen. Ich war auf der Suche nach ein gewisses Sportspiel, was man Interesse hat. Ich habe MX gespielt, Motocross, ich habe Gran Turismo 7, halt Sportspiele, Golf, oh, keine Ahnung. Wrestling hast du ausprobiert? Wrestling habe ich auch ausprobiert und hatte auch ein bisschen Spaß damit dann auf jeden Fall gehabt. Es gibt dann aber gewisse Momente in solchen Spielen, wo es dann ein bisschen den Impact, also Dings, dich rausschmeißt hat einfach, weil du, okay, zeitgemäß, wie du selber gerade angesprochen hast, einfach nicht mehr aktuell ist. Wenn du Ge Gesichtsanimationen in WWE zum Beispiel anschaust und denkst, wow, ja, okay, das Gameplay kann super toll sein, aber wenn du einen eigenen Charakter erstellst und dann zieht dein Charakter so eine Fresse in den Videosequenzen, dann denkst du, Ja, als hätte das ist, aber ich glaube, der das Dwayne ist sogar. Johnson dir ins Gesicht dreimal Ja. draufgeschlagen und denkst, okay, Ja. jetzt siehst du gut aus. Ja, okay. Aber ich glaube, das ist echt ein Problem, was 2K hat. Die haben ihre eigene Engine, wie man es immer so schön sagt. Ich glaube, die müssen da echt mal was tun, weil. Ich gucke mir, wie gesagt, Motion Capturing an bei anderen Spielen und ich denke mir manchmal so, warum schaffen die das bei 2K nicht? Egal ob Wrestling, egal ob NBA, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, also ich kenne jetzt nicht die gesamten Gesichtsmodelle von FIFA oder sonst irgendwas, aber irgendwie musste 2K da mal echt irgendwie in die Pötte kommen. Die haben vor allen Dingen so, also wenn man weiß, wie das gedreht wird, ne, die haben da so große Hallen, wo die das da drinnen drehen, wo die alles aufbauen können und dann hinterher ist das Ergebnis immer so, ich sag mal, ein bisschen ernüchternd, ne? Aber ansonsten ist es trotzdem für Basketballbegeisterte wie mich und für alle die, die halt irgendwie sowieso allgemein Bock haben, weil man es ja wirklich auf sein Level anpassen kann, ist es wirklich ein komplett rundes Spiel, alles schön und gut. Die sollten bloß langsam so ein bisschen den Weg finden, wie sie es nochmal eine Ecke besser machen können. Aber ansonsten ist es gut. Was ich auf jeden Fall auch dazu sagen muss, ich habe ja das NBA 23, das von dem Spiel reden wir ja gerade, wo ich mir das zugelegt habe. Ich meine, ich habe ewig keines mehr gespielt und ich finde das halt auch sehr schön, dass die Atmosphäre der Schuhe, des Platzes, die Ja. Soundkulisse und so weiter und fort. Du fühlst dich halt manchmal echt wirklich wie auf einem Sportplatz, wo du dann einfach mal hier in der Halle spielst und ein paar Körbe werfen tust. Und ich habe schon öfters mit dir zusammen sogar einfach in die Ja. Trainingshalle einfach mal ein paar Körbe Genau. geworfen, Spaß gehabt, so gegenseitig passen. So Ja. wie man früher halt in der Kindheit einfach mit ein paar Freunden auf dem Basketballplatz sitzt und dann bist du einfach nur so sinnlos. Los, Körbe werft einfach Genau, und nebenbei genau. quatschen tut und eine schöne Zeit dann miteinander hat. Halt, ne? Und das sind halt Momente, wo man halt auf jeden Fall festhalten muss. Und es ist auf jeden Fall ein Top-Spiel. Ich habe es halt immer noch. Ich werde es auch mal bald wieder ranlegen und mal ein bisschen weiterspielen. Aber halt, ja, es gibt dann halt auch wieder so gewisse Aspekte, halt, wo man sagen muss: Ah, ja, wir beide haben Langzeit, ne? es. Nee, es Langzeitmotivation. geht nicht um die Nee? Langzeit, sondern Okay. wir beide haben das ja schon mitbekommen. Wir haben es auch auf eigenen Leib gespürt, wenn man in den gewissen Modus reingehen, wo man dann zu Ach zweit so. gegen andere spielen. Und dann denkt man sich, okay, du bist halt ein Anfänger. Ja. Level Balancing auch wieder komplett für den Muss auch mal Arsch. gemacht werden. Ja. Ja, und dann siehst du halt, wenn du willst halt einen Korb werfen, okay, hast du verkackt, geht zur Seite, wo du eigentlich richtig drin warst im grünen Bereich. Und dann andere kommen dann vom Dreier drinne. Denkst du, Und zack. hä? Okay, dann siehst du, die haben ein echt höheres Level schon alles rum dran Ja. und das ist dann im Endeffekt, ja, was sich ein bisschen runterzieht dann. Aber guck mal, höheres Level, ey, da fällt mir, das ist schon wieder eine absolut geniale Überleitung eigentlich von dir. Höheres Level und Vorteile, ey, da fällt mir sofort wieder Modern Warfare ein, weißt du das? Ich würde sagen, es ist ja fast das letzte Thema, denke ich mal, was wir haben, oder haben wir dann noch was?
Sagen, was Videospiele angeht, meinst du jetzt? Oder allgemein? Mhm. Also ich hätte noch ein Thema, also im Endeffekt Ja. ein Thema, was halt negativ ist, aber das können wir eigentlich stehen lassen. Ich tue es einfach nur ganz ansprechen, weil das momentan in aller Munde ist, was Microsoft mit Oh, dem okay. Konsolenkrieg Oh, angeht. okay. Ich möchte mich aber jetzt nicht so viel reinsetzen, weil man weiß halt nicht, was jetzt noch weiter kommt. Sony tut es immer noch abstreiten oder tut immer noch Dings Barrikaden davor setzen, wegen Modern Warfare, dass es in den nächsten Jahren immer noch Ja. auf der Konsole bei uns erscheinen soll oder auch nicht. Und Mhm. so weiter und so fort. Und das halt auch viele Sachen halt, die Microsoft kaufen tut jetzt, Dings, oder sagen wir so, dass viele Spiele von Sony für die PlayStation auf die Xbox sowie auf dem PC erscheinen, aber nicht andersrum. Ich meine, wir Ja. brauchen nicht lange darüber reden. Es ist einfach nur eine Frechheit. Im Endeffekt, die sollten doch einfach nur alle miteinander kooperieren. Wie Das wäre beim, schön. wie ich, das, wenn ich gerade überlege, kooperieren, Zusammenhalt, ne? Zusammen an einen Strang ziehen. Krieg, das. Wenn das Ja. alles einfach mal zusammen überall funktionieren würde, dann würden wir vielleicht auf der Konsole vielleicht auch mal einen Forza Horizon bekommen oder ein Halo oder sonstiges auf der PlayStation 5 mit besserer Grafik oder mit mehr Performance etc. Aber wenn, dann wird es dann im Endeffekt ja immer keine Konkurrenz mehr geben, weil dann irgendwann nur noch eine Konsole wäre. Aber dann werden die Probleme alle gelöst. Ja, Endeffekt, durchaus. Und ja. vor allen Dingen für die Spieleentwickler wäre es doch besser, wenn sie eine Engine, ein Development Kit hätten, an dem sie arbeiten können, anstatt sie immer unterschiedlich haben. Die meckern immer so viel rum. Ja, wir können Schatten auf der Switch nicht darstellen, weil uns einfach die Pixel ausgehen, so nach dem Motto. Und auf der PlayStation sagen sie, ey, Raytracing, gar kein Problem. Auf der Xbox, ja, bei uns ist es nochmal 3 Pixel mehr. Scheiß mal auf 3 Pixel, aber bei euch läuft es einfach nicht flüssig. Es sind immer so viele Sachen, ne? Also es ist wirklich banal, also Ja, wirklich. es ist halt einfach nur traurig, dass man heutzutage wirklich 10 Konsolen jetzt hochgerechnet, also gesponnen jetzt 10 Konsolen Gefühlt, braucht, ne? dass man jedes Spiel spielen möchte. Ich wollte sogar zum Beispiel, ich habe mir extra die Xbox Series X extra zugelegt, nur wegen dem Microsoft Flight Simulator. Okay, Dass ich das ist es das, auch wert eigentlich. ja, und ich hatte auch bis jetzt immer noch sehr viel Spaß. Ich spiele es ab und zu, in letzter Zeit ist gerade ein bisschen weniger, wegen anderer Spiele, ne, also Echt? Modern Warfare und so, ne? Weißt du? Kennst du? Kennst du, kennst du? Aber habe ich gesagt, also nee, lass Ja, mal so. du. Aber es ist halt so ein Thema halt, wo ich sagen muss, es gibt so viele Spiele auf anderen Konsolen, die man auch gerne zocken möchte. Es gibt zum Beispiel das neue Starfield, was da bald rauskommt oder etc. Ich meine, man muss so sagen, okay, Xbox hat eigene Marke. Wenn die das machen, only Xbox, ohne Konsole oder ohne PlayStation, dann sollen die Spieler auch auf der Konsole bleiben. Punkt. Es kann nicht sein, dass Dings Last of Us oder Uncharted-Teile plötzlich alle auf die Konsole, für die Xbox und PC rauskommen. Ja, was willst du machen? Ja, das ist halt alles wieder, wie wir auch wieder gesprochen haben, alles Geldmacherei. Ja, Absolut, ja. absolut. Ich Naja. würde sagen, wir kommen jetzt zum Thema, oder? Ja, kommen wir zum Komm. Thema. Welchen Thema? Erzähl mal. Wir haben, wie gesagt, seit Ostern haben wir immer mal so kleine Häppchen bekommen. Und dann ging das los halt so mit den ersten kleinen Filmchen und so weiter und so fort. Und dann auf einmal so kam die Beta und nach der Beta kam der verfrühte Release von der Story und dann kam der Multiplayer und dann kam Warzone und dann hat man endlich mal ein ganzes Produkt. Super. Das Produkt erweitert sich immer noch aufgrund des Season Passes logischerweise. Modern Warfare 2. Also ich kann nur sagen, ich hoffe, ich treffe deinen Nerv jetzt mit der Aussage. Als ich mir das Spiel zugelegt habe, na, da habe ich mir so gedacht gehabt, geil, endlich wieder Hardcore-Team Deathmatch, endlich wieder rein in die Masse und endlich wieder abrasieren und endlich wieder Spaß haben, ne? Endlich wieder Tarnungen freischalten, dies, das. Und weißt du was? Jetzt zocken wir nur DMZ. Wir haben gar keinen Bock auf Hardcore oder wie sie es jetzt nennen, Stufe Tier 1, 1. Stufe 1. Was soll die Scheiße? Wir haben uns die Raids noch nicht mal angeguckt, weil wir gar keinen Bock drauf haben anscheinend. Aber es ist doch banal. Es ist doch banal, dass wir eher DMZ spielen, anstatt wir sagen, ey, komm ab in Multiplayer. Wir haben immer Multiplayer geliebt. Ja, eigentlich Ja? schon. Wie Aber siehst denn du es. das? Also würdest du sagen, es ist verrückt, dass wir eher DMZ spielen, anstatt den Multiplayer, wenn wir den eigentlich so gerne gespielt haben? Oder würdest du sagen, vielleicht war es sogar an der Zeit, dass man ein anderer Modus kommt, damit man quasi
Also ich muss sagen, DMZ ist sogar relativ kreativ. Man kann da halt verschiedene andere Sachen machen. Man muss nicht nur auf Kills gehen oder so. Ne? Man kann dort Waffen halt freischalten. Man kann halt nur Bots wegklatschen oder sonst irgendwas. Kann man alles machen. Aber ja, es gibt ja echte Spiele. Also es gibt ja alles Mögliche eigentlich da. Ja, also sagen wir so, ich bin auf jeden Fall bei dir, was die Aussage betrifft, was die MZ angeht. Auch wenn du vorhin die Aussage angetroffen hast, so ja, gegen Bots kämpfen im Privatmodus oder so, nimmt sich da jetzt nicht so viel, wenn man keine echten Spieler antreffen tut, aber Ja. man hat auf jeden Fall Spaß und der Spaßfaktor zählt ja auf jeden Fall. Ich denke halt auch einfach, ich habe das auch in den Videos bei mir schon mal, wenn ich's mal geäußert oder mal gezeigt hat, dass halt der Stufe 1 sowie Hardcore Team Deathmatch, also der Team Deathmatch Modus oder die anderen sozusagen, ein Problem mit sich bringen. Die Probleme besteht erstmal darin, das Connecten erstmal mit den anderen Ja. Spielern, die man gegeneinander treffend schießen tut, also gegenseitig bekämpfen tut. Manche schießen einen halben Meter daneben aller Art Fortnite, sage ich jetzt einfach mal so als kleines Beispiel, und die treffen halt trotzdem. Ich habe schon einige Videos, wie einer mit der Schrotflinte an mir vorbeischießt, mit einer von einem Schrotflinte, also von der Munition halt an der Schulter mich leicht erwischt und ich falle instant halt tot um halt, ne? Also in der Abschusskamera. Oder da schießt einer mit der Sniper einen halben Meter neben an mir vorbei, wo ich in die gegensätzliche Richtung laufe, wo er eigentlich gar nicht mich treffen mehr konnte, hat mich trotzdem gekillt. Und das ist halt, was hat der Stufe 1 Modus und das allgemeine das Balancing, des Pings und das Connecten halt mit anderen Und die Spielern Hitbox. und die Hitbox genau etwas runterzieht, wo man dann wirklich keinen Spaß mehr dran hat, ein bisschen halt. Nicht so wie früher, du schießt auf den Gegner, du ziehst auch drauf. Ohne Aimbot oder sonstiges, wie man das am besten bezeichnet, wie die echten Spieler und die echten Profis spielen halt lieber nur gerne Team Deathmatch, ne? Und Ach so, jetzt hab ich's verstanden. Okay, alles klar. Jetzt ist die Message angekommen. Sehr okay, gut. gut. Bevor du noch zum Affe mit Waffe wirst, ja, ich Ja. verstehe es. Ja, weil. Und ja, wie gesagt, wenn das halt ein bisschen besser gebalanced werden sollte oder so für die Zukunft, ich denke, da werden wir ja genauso auch wieder in den Stufe 1-Modus zurückkehren. Also es ist ja Ja. nicht schlecht, sage ich mal so, aber wir haben ja auch auf jeden Fall herausgefunden, wenn wir zum Beispiel, wir haben nicht die besten Verbindungen, was online angeht, wir haben nicht das finanzielle Know-how, dass wir uns gleich eine Hunderttausender Leitung zulegen können, wo wir dann. Selbst wenn es die wirklich geben würde und jeder hätte immer eine perfekte Leitung, hast du immer mit anderen Serverproblemen zu Ja, kämpfen. weil das hat andere Leider. Länder, andere Sitten und Ja, die Franzosen oder was? Nee, Ja. auf jeden Fall, klar, ich meine, es sind ja Multikulti im Endeffekt wieder da spielen und alles drum dran. Und wenn das halt nicht so kompatibel ist miteinander und es funktioniert dann halt nicht, dann ist es halt ein bisschen schwierig, dann auch den Spaß da draus zu holen. Absolut. Definitiv. Also es ist nicht schlecht, es kann Spaß machen, aber was ich gerade noch ansprechen wollte, ist halt einfach, du musst, also wir beide zum Beispiel haben es herausgefunden, du hast es selber getestet nach meiner Aussage, wenn man alleine spielt, ohne Party, Ja. hat es noch ein Spiel bei uns jetzt, bei unserer Internetverbindung. Ich weiß nicht, ob es jetzt an unserer Internetverbindung liegt, Nee, glaube ich nicht. aber Ich weiß nicht, woran das liegt. das Vielleicht hat, greift dort das SBMM, ja. Keine Ahnung. genau, das hat dort halt, wenn man da schießen tut, dass halt die Killrate, die man, die Abschussrate höher gelegt ist, als würde man in der Gruppe spielen. Ja. So, das ist dann schon ein bisschen schwierig dann, wo man sagen muss, ja, Aber mal gut. gucken, vielleicht. Ich sag mal so, ich habe jetzt eine Info, die ist tagesaktuell zumindest. Ravensoft hat sich jetzt bereit dazu erklärt, halt am Warzone-Modus und am DMZ-Modus mehr zu arbeiten. Heißt natürlich, die haben natürlich viel mehr bis jetzt für die anderen Spiele auch getan, was den Bereich angeht. Und deswegen kann man schon wenigstens ein bisschen positiv, was die Zukunft halt angeht, halt darüber nachdenken und sagen, ey, die werden es wahrscheinlich noch ein bisschen retten. Ja. Weil Activision ist nicht dazu in der Lage. Ne? Und Sledgehammer Games auch nicht. Und von daher. Man muss dazu sagen, das Spiel kam mir erst vor einer Weile erst raus. Circa 2 Monate. Genau, und wir wissen ja auch in der heutigen Industrie, könnte man eigentlich auch fast eine neue Überleitung machen zu einem Thema, was ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, aber man weiß ganz genau, heutzutage ist es schwierig, Ja. Spiele zu vertrauen, die zu Release rauskommen, die werden noch gepatcht bis zum geht nicht mehr. Und bis die wirklich mal so laufen, wie sie sollen, kann wahrscheinlich ein halbes Jahr oder bis ein ganzes Jahr noch dauern. Sage Ja. ich mal so. Man weiß ja, okay,
Corona-Zeit ist ein anderes Thema. Wir waren trotzdem arbeiten, wo andere anscheinend nicht mehr arbeiten gehen. Aber Oder arbeiten gehen durften, oder ja, hatten. genau. Und da denke ich halt auch irgendwie, ja, okay, Corona-Zeit ist was anderes. Die Corona-Zeit ist aber jetzt schon eine ganze Weile jetzt schon vorbei. Und jetzt können die doch Ja, endlich mal wieder ja. mal Fuß fassen in die Arbeitsstelle oder den Arbeitsplatz und sagen, hey, okay, klar, es gab ja mal vor einer ganzen Weile das Thema hier wegen Arbeitszeiten und so, Dings, schwieriges Thema, will ich jetzt nicht ansprechen, weil das Thema ist auch schon vorbei. Aber Ja. heutzutage muss man jetzt schon sagen, als Gamer, als Käufer, wenn ich ein Spiel jetzt schon für 60 und was jetzt noch die Preise noch steigen, bis 70 bis 80 € hochgehen, Ja, möchte genau. ich auch gerne auch das haben, was dann auch dafür ich dafür auch bezahle halt im Endeffekt. Und es kann nicht dann sein, dass ich nochmal 3, 4 Monate warten muss und dann kann ich es ja spielen. Da sagt, was soll denn das? Ist halt wahrscheinlich wirklich halt genau der Punkt, ne? Avalanche Software hat das verstanden, gibt es den Spielern mit Elden Ring und andere schaffen es nicht. Wenn du kaufst dir, also ist jetzt nur ein plagiates Beispiel, ne? Du kaufst dir Elden Ring, lass es mal 60 € gekostet haben. Du freust dich, gehst nach Hause, du fängst an zu spielen und nach circa 2, 3 Wochen denkst du, du hast alles gesehen. Und dann auf einmal merkst du so, ach du Scheiße, da ist ja noch was. Und die haben noch mehr in dem Spiel versteckt, als du dir eigentlich vorstellen konntest. Und irgendwann mal nach einem halben, nach einem Jahr, wenn du dich auch schlau gemacht hast mit der ganzen Lore, also mit der ganzen Geschichte und so weiter und so fort, und wenn du alles, nehmen wir mal an, du hast wirklich alles zu 100% hinter dir. Wo man eigentlich sich sicher sein kann, gerade bei dem Spiel, dass es nie der Fall sein wird. Dann wirst du wahrscheinlich dir sagen, cool, ich habe hier 60 € investiert und habe so viel dafür bekommen. Und dann guckst du auf die anderen Spiele, die daneben liegen und denkst dir so, was machen die anderen Studios eigentlich? Warum kriegen die das nicht hin? Also, Gutes ach, Beispiel, es ist Saints furchtbar, Row, ne? ne? Was ich vorhin Ja, angesprochen habe. Ja. Also es ist doch wirklich verrückt, ne? Gut, also ich sag mal so, also im Großen und Ganzen, weil es ja wirklich gerade noch so jetzt das Thema ist. Modern Warfare ist immer ja eigentlich jetzt auch quasi durch mit dem Thema. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eigentlich fast nur noch eins. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. In welcher Hinsicht, in welchem Bereich? Naja, Top, Flop, je nachdem. Dann hau raus. Okay, also ich habe mir überlegt gehabt, das ist dann quasi auch schon so ein bisschen die Einleitung zum Ende hin. Ne? Ich habe mir so überlegt gehabt, auf was freue ich mich eigentlich dann eigentlich quasi im neuen Jahr? Also, Ach wo so, soll es da okay. hingehen? Ja, Ne? aber bevor wir das erstmal machen, würde ich sagen, würde ich gerne noch mein absolutes Top raushauen, Jahr Ja, dann hau raus. Jetzt 2022. bin ich wirklich gespannt. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Also, ich habe mir lange Gedanken gemacht und ich habe auch echt lange drauf gewartet. Ich habe von vor 3 Jahren habe ich einen Trailer schon davon gesehen und es hat einfach echt lange gedauert durch die Corona-Zeit, klar, wegen der Synchronisation, Umsetzung, bis es endlich mal nach Deutschland gekommen ist. Und ich habe echt gefeiert und ich habe fast Tränen gegossen, sozusagen, wo das gekommen ist, wo ich da im Kino saß. So, es geht um den Film Belle. Ein wunderschöner Animationsfilm in einer Richtung, die Schöne und das Biest. Ich bin kein Fan von musikalischen Filmen, so wie wo viel gesungen wird oder sowas, aber der Film war in einer Hinsicht eine Hommage sozusagen an Dings, die Schöne und das Biest, wo man sagen muss halt, ne, wo ich sagen muss, ey, der Film hat wirklich Impact gehabt. Auch wenn man sagen muss, okay, Lara Trautmann, eine sehr bekannte YouTuberin und Synchronsprecherin, hat ihre Arbeit da auf vollen Zügen ausgereizt und hat auch wirklich sehr schön und wunderschön performt. Und es ist wirklich ein Highlight, wo ich sagen muss, okay, abgesehen, dass ich mit meiner Freundin zusammen bin, ein Film, der nicht lange geht, aber bis jetzt mich am meisten in Erinnerung und am meisten abgeholt hat im Jahr 2022. Und das Nicht ist, schlecht, nicht schlecht. ich meine, es gab ja auch haufenweise Marvel-Filme, es gab, glaube auch Godzilla oder sonstiges, oder viele Kriegsfilme und etc., Science-Fiction-Filme und so weiter und so fort, pipapo. Aber wo ich jetzt heute immer noch, auch wenn ich ihn so seit über einem halben Jahr nicht mehr gesehen habe, habe ich immer noch haufenweise Bilder im Kopf der Animationen und Szenen und
Ich habe mich halt sehr lange drauf gefreut auf den Film. Es war am Anfang bloß ein kleiner Shortcut-Video, wo du gesehen hast, vor 3 Jahren oder 2, 3 Jahren, sage ich mal so, ich will es nicht so weit hinausspannen, weil ich nicht so genau 100% noch weiß. Da hast du nur kleine Videoszenen gesehen auf Asiatisch, wie sie gesungen hat und dann kommt ein bisschen Wolf und dann ein Schnitt oder sonstiges. Du hast immer kleine Schnipsel bekommen und das hat dann irgendwie gesagt, okay, was ist das für ein Film? Wieso ist er so gut animiert? Wieso ist er so visuell so wunderschön gestaltet? Und dann, wo der Film rausgekommen bin, bin ich ins Kino gegangen mit einer Arbeitskameradin, mit der ich leider jetzt auch keinen Kontakt mehr hatte, die war auch Anime-Fan. Und wir hatten, also ich hatte da wirklich, wirklich mega viel Spaß an dem Film dabei zu sein und zu sehen und den Impact. Und sagen wir so, ich sage so, ich habe mich echt gefreut auf den Film und ich wurde nicht enttäuscht. Stark, ganz stark. Ich muss dazu sagen, ich kenne den Film vom Titel her, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Jetzt hast du mich ein bisschen angefixt, das werde ich also noch nachholen. Das Lustige ist, ich weiß schon, was ich heute zu Weihnachten bekomme, heute, also zu der Ausstrahlung. Meine Freundin hat die limitierte Edition für mich gekauft, die gerade mal 1000 Stück davon gibt, weltweit. Oha. Und da bin ich sehr stolz auf meine Freundin und bin auch sehr froh, sie kennengelernt zu haben in, vor ein paar Jahren. Und ich denke es mal so, es geht ja genauso wie dir mit deiner Jetzt Frau, Frau. jetzt Frau genau, und alle anderen, die halt es und es gibt halt immer Momente, wo man sagen muss, okay, egal welcher Tag, egal welche Zeit, wenn man einen Partner hat, den man sehr liebt und mag und man gegenseitig so gut miteinander klarkommt, es kann doch eigentlich jeder Tag ein Weihnachtstag sein. Oh, come on. Ach, Mensch. Ach, da hat sie ein warmes Herz, oder? Dann machen wir das Lagerfeuer aus da. Ja, also ich würde sagen, bei so viel Liebe und bei so viel Hoffnung kann man es fast beenden. Also ich sag mal so. Also Thema Liebe haben wir jetzt damit, ne? Also passt. Hoffnung fürs neue Jahr erhoffe ich mir einfach nur aus der weltpolitischen Sicht, dass wir dieses Thema, was wir ganz am Anfang hatten, was so ein schweres Thema war, dass wir das ja, beiseite legen können. Dass es irgendwann mal zu Ende kommt. Ich denke mal, irgendwann sind ja sowieso sämtliche Ressourcen erschöpft. Also hoffen wir mal, dass dieser Krieg halt beendet wird. Das wäre gut. Die Pandemie, ganz ehrlich, die existiert nur noch maximal auf dem Papier. Keine Sau interessiert sich eigentlich im Endeffekt mehr so richtig dafür. Von daher passt das auch. Die andere Hoffnung wäre, aus spielerischer Sicht, dass Hogwarts Legacy eine Bombe wird. Um es mal so zu sagen. Und dann hoffe ich, dass wir zur nächsten großen Spielemesse dann irgendwie schon mal die ersten Infos zu Skate bekommen. Das wäre geil. Ja, Skate, Punkt, ne? Genau, Skate, Punkt. So ist es. Nee, also da würde ich mich wirklich drauf freuen, dass man da langsam so die ersten richtigen Sachen sieht. Also man hat zwar schon ein bisschen was gesehen, ja, okay, gut, aber vielleicht kriegt man da langsam mal so ein bisschen einen Happen. Klar, ich meine, 2023 steht ja schon Football im Endeffekt bei jedem vor der Tür, im Endeffekt, wenn das wieder ausgestrahlt wird. Und es gibt da schon einige Highlights, wo man sagen muss, okay, darauf hast du halt auch wirklich Bock. Auch wenn momentan die Spielindustrie ein bisschen geschuldet ist mit schlechter Ja. Performance, was sie dann rausbringen, etc. Aber sagen wir mal so, Hogwarts Legacy zum Beispiel, wie du es gerade angesprochen hast, gibt es halt schon wieder so einen Punkt, wo man sagen muss, hey, das sieht schon Bombe aus. Wenn die das dann noch beibehalten, dann kann ja gar nichts mehr schief gehen, im Endeffekt. So, Abwarten, einfach ja, abwarten, wir werden es ja abwarten sehen. und Tee trinken. Es gibt auch für andere schöne Blockbuster, die vor kurzem erst auch bei der Game Awards reingekommen sind, so wie zum Beispiel wie Armored Core, der fünfte Teil, glaube ich, war das, oder sechste, ich weiß nicht, was Ich glaube wirklich, es ist der das ist. fünfte, Ja, oder? genau. Ah, ja. Ja. Wir können auch. Müssen ja nicht 100% alle Angaben ohne Gewähr. Ja. Und natürlich halt auch, was halt schon wieder das große Thema ist, halt Dead Island 2 halt sollte dann doch schon wieder Deutschland wieder komplett zensiert sein, also gewisse Stellen. Der Natürlich. Ragdoll-Effekt der Zombies sozusagen. Aber ich habe ja schon die andere Version bestellt, das ist mir egal. Und es gibt halt auch trotzdem noch weitere schöne Highlights, die uns vielleicht 2023 vielleicht doch ein bisschen besser uns entgegenkommen, was halt spielertechnisch angeht und mal gucken, ich meine, es ist ja noch nicht ausgeschöpft, es kann noch einiges kommen. Viele Entwickler haben ja noch viele Spiele in petto, wo man sagen muss, okay, hey, die haben noch nichts gesagt, aber wir entwickeln schon irgendwas halt darüber halt, ne? Oder so wie zum Beispiel Assassin's Creed Red zum Beispiel. Auch ein Titel, wo ich mich zum Beispiel sehr darauf freue, weil das in der asiatischen Kultur geht. Endlich mal, ne? Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube sogar nur die chinesische, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber egal. Aber man muss so sagen, die Spiele, die bis jetzt noch nicht alle angekündigt sind für 2023, was ich noch sehr hoffe, dass halt noch viele andere kommen, so wie zum Beispiel Projekt Eve, was glaube ich jetzt schon einen anderen Namen hat jetzt. Natürlich, ich kenne es halt nur darüber. Wenn das erscheinen würde, wäre für mich ja 2023 schon mal komplett gerettet, sozusagen abgesehen von Hogwarts Legacy. Naja, weil das halt mein Genre ist, weil auf meinem Kanal gibt es ja immer das Absolut. gewisse Thema: heiße Mädels, knappe Sachen, alles andere, was Let's Player nicht machen. Bam. So, und das ist, und solche Spiele sind bei mir immer am nächsten, halt bevor irgendwelche AAA-Titel vorauskommen. Und naja, es ist halt schwierig, sage ich mal so. Wir wissen halt alle nicht, was genau 2023 Nee, passiert. wir lassen uns ein bisschen einfach überraschen. Genau, und ich würde sagen, ja, dann schauen wir mal und wünschen euch natürlich, um einen schönen Abschluss zu machen, auf jeden Fall ein guten, schönes Weihnachtsfest für diesen Abend noch. Oder bevor ich es so starte, möchtest du noch irgendwas beibringen oder reinbringen? Ich denke mal, eigentlich wurde ja schon alles gesagt. Ja, Ne? eigentlich Werbung in schon. eigener Sache war sogar auch noch mit verbunden. Das ist super toll. Also von daher erstmal danke dafür. Ja. Ansonsten, ja, also auch von meiner Seite kann ich nur sagen, bleibt auf jeden Fall gesund allesamt. Ja, habt ein schönes Weihnachtsfest. Verbringt die Zeit mit eurer Familie, wenn ihr sie habt. Und ja, oder halt mit den Personen, die euch wichtig sind. Und ansonsten einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns 2023 wieder. Genau, hören eher weniger, würde ich sagen. Also sehen, weiß nicht, hast du ein bisschen Cam machen? Ja, wir werden sehen. Wir werden Ah, wir sehen. werden sehen. Okay, gut. Also haben wir ja jetzt aufgenommen jetzt. Wir haben jetzt einen Beweis dafür. Also wenn irgendwas kommen sollte, wissen wir, der hat's gesagt. So steht's, hat's Ja, gut, geschrieben. habe ich gesagt. Genau. Gut, ja, dann wünschen wir euch natürlich alle, die das Video angeschaut haben, die bis jetzt dran geblieben sind, erstmal einen Daumen nach oben für euch, ja, von unserer Absolut. Seite aus erstmal natürlich, dass ihr so lange durchgehalten habt und wir hoffen, dass ihr mit diesem wunderschönen Tag oder mit diesem Video einen schönen Abend hattet oder einen schönen Tag, wann ihr es auch immer anschauen solltet. Und wir wünschen natürlich, wie Maps auch schon gesagt hat, ein schönes Weihnachtsfest und einen schönen Rutsch neues Jahr. Bleibt gesund, bleibt uns treu und checkt halt auch immer gerne auch hier, wie gesagt, auch bei CheckLP, so wie bei Map da mal rein, wenn er was wiederbringen sollte, wer weiß auch schon immer. Ein bisschen, Was? Come ja, für 23 müssen wir was antießen. So. Ein bisschen Druck aufbauen, Vielleicht sogar kein noch für Stress, dieses kein Jahr? Stress. Vielleicht sogar noch für dieses Jahr ein Best-of? Habe ich jetzt ja gerade irgendwie was geleakt? Oh mein Gott! Ja, freut euch einfach. Ja. Haben die Game Awards nicht genug bezahlt, dass sie das rausbringen? Was? Haben wir einen Sponsor? Habe ich Ja. gesagt? Nein, das. Nee, auf jeden Fall. Okay. Gut, ja, ich danke, wie sagt man so, wenn es euch gefallen hat, natürlich auch wieder, wie am Anfang gesprochen habe, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist keinen. Wort natürlich. Und somit verabschieden wir uns hiermit mit dem Podcast Frisch serviert. Oder war das Frisch serviert? Ja, Frisch serviert. Absolut. Absolut. Und Solange wie wir keinen neuen Namen haben, bleiben wir frisch serviert. immer frisch, frisch, frisch als Auf dem frisch, Tisch. frisch. Frisch auf dem Tisch. Fischers Fritze? Ja. Alles klar. Also bleibt Bestand in dieser Welt und bleibt gesund und wir sehen uns und hören uns bald wieder, wenn es um geht, hier frisch serviert oder andere wunderschöne Titel und Let's Plays, die auf unseren Kanälen erscheinen. Und ja, bis dann, bevor wir uns noch weiter reinreden. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein. Ciao.